heißt es Hunger Games Time hier auf YouTube, Leute. Heute ist GTA Day. Ich bin gehypt. Seid ihr gehypt? Gehypt von 1 bis 10? Schreibt's in den Chat. Freunde, jetzt geht's ab. Was denkt ihr, wer heute gewinnen wird? Ich hoffe natürlich ich. Aber ich glaube, ich werde auch gewinnen, weil ich bin heute gut drauf. Ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe gutes Feeling. So. Heute ist Sonntag und wir werden als erstes, bevor es hier losgeht, Freunde, unseres Ritual machen. Dieses Ritual machen wir jede Woche Sonntag. Und zwar auch diese Woche Sonntag ist es so, dass Rockstar... Was das Lackschuh, Digga? Ey, Leute, kennt ihr das, wenn ihr euch bei Dings einloggt, bei GTA, und ihr müsst auf diese Bilder klicken? Das ist doch wie ein Film, Junge. So, Kinders! Hallo, wo ist der Chat? Ist der Chat da? Ich sehe den und höre den Chat noch nicht. Hallo, ist schon jemand vom Chat anwesend? Herr Lama, Ruhe! Ruhe! Jetzt reicht's. Ey, Herr Lama soll jetzt hier keine Welle machen. Paul, Siebert, Digga, dankeschön für deine Mitgliedschaft. So, Kines. Ich bin gehypt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin mehr als gehypt. Zack, zack, zack. Das müssen wir hier noch richtig ein... Ja, jetzt passt besser. Leute, was sagt ihr eigentlich? Was sagt ihr zu der neuen Fortnite-Season? Ehrlich jetzt. Also ich muss wirklich sagen, neue Fortnite-Season on fleek gefällt mir richtig gut. Ich habe echt viel gezockt, muss ich sagen. Ich habe auch gut durchgesuchtet. Wir können ja mal kurz... Aha, da hat er zufällig auch die Playstation angemacht. Wir gucken mal kurz rein, Leute. Ich bin nämlich jetzt schon Level 115 und guckt euch mal jetzt bitte an, wie geil der Midas-Skin aussieht. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das bitte an. Was das? Was das? Wie geil er aussieht, ne? Boah, so mächtig, muss ich wirklich sagen, Alter. Zu mächtig, der Typ. So, wir müssen mal kurz den Itemshop nochmal leer kaufen. Ich habe gar nicht mehr genug V-Bucks, oder? Ey, die habe ich... Nee. Doch, die habe ich letzte Season vergessen zu kaufen, Leute. Die wollte ich mir unbedingt noch nachkaufen. Schnell noch machen. Ich muss schnell Shop leer kaufen. Ey, ich muss V-Bucks aufladen. Was denn das? Oh, wir müssen aufladen. Oh. Leute, nee, geht gar nicht. Warte mal. Wie mache ich das jetzt? Ach, wir laden später auf, Kinders. Wir laden später auf. Ich muss mir die auf jeden Fall alle noch kaufen. So, rein geht's. Rein in die Olga. Ja. Ja, Bruder, ich sag ganz ehrlich, die Skins sind jetzt nicht on fleek, muss man auch sagen. Das sind jetzt nicht die geilsten Skins. Aber du weißt ja, ich hole ja alle Skins, so weißt du. Deswegen. Vielen, Leute, was ist denn hier los? Warte mal. Vielen Dank an Elena. Hey, Stani, wie geht's? Mir geht's gut, Elena. Vielen, vielen Dank für 30 Euro Support hier. Wacky, Marcy. Ach, Big City Beats, Digga. Ich hab die vergessen. Schreib mir mal gleich, direkt, schreib mir mal bitte direkt nach dem Stream, ja? Paul Siebert, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank, Jungs, für den Support. Und Big City Beats auch nochmal danke hier für die 55. Ich, Armin, ganz ehrlich, ich sag dir ehrlich, also ich fühle mich heute einfach ready, ne? Ey, Alex, was geht? Ey, Alex, was denn? Was? Ach so, Alex, du sitzt ja immer noch an Herr Lama. Ich hoffe, der wird gut, ne? Danke, Philipp Sis, für 2 Euro hier. Ich fühle mich heute, wisst ihr, wie ich mich heute fühle? Richtig gut. Leute, ihr habt letztes Mal gesehen, welche Taktik wir gefahren haben. Und die Taktik, ich will nicht pushen oder so, ne? Ich will nicht pushen, aber die war krass gewesen. Und mit der heutigen Regel... Also guck mal, es gibt ja jetzt eine neue Regeländerung seit letzte Woche. Und ich sag euch ganz ehrlich, diese Regeländerung wird mir zugutekommen. Definitiv. Hast du mal CS gespielt? Ja klar, damals habe ich Counter-Strike, ich habe alles gespielt, Leute. Counter-Strike auch. Global Offensive, alles. Oh, mein Lieblingsauto, man kennt's.
So, Kinders, wir gucken mal kurz rein. Ich weiß gar nicht, welches Auto diese Woche neu rausgekommen ist, aber theoretisch müsste Legendary... Ist der? Was denn das für ein Müllkarre? Was denn das? Dinka Blister Kanju. Billige Ramen Princess Robot Bubblegum Tentakel. Falls Sie Ihre jugendliche Liebe für die japanische Kultur in Form eines Wagens zum Ausdruck bringen wollen, werden Sie hier fündig. Klar, die potthässlichen gerade Linie und die Stoßstange, die aussieht wie ein Kantinentablett, werden Ihr Date dazu bringen, sofort die Flucht zu ergreifen. Aber unter diesen abstoßenden Äußeren schlummert ein Auto, das sich beweisen kann. Selbst wenn Sie und Ihre gleichfalls verblendete Kameraden die einzigen sind, die es so sehen werden. Der Dinka Blister Kanju, ein feuchter Traum für jeden Palmwedler. Für jeden Palmwedler. Wer da draußen ist ein Palmwedler von euch? Sagt's mir bitte. Ey, Digga, das Ding kostet einfach 580.000 und sieht aus wie ein Schrotthaufen. Ey, ich hoffe wirklich. Ich hoffe einfach, dass das Auto geil tunbar ist, ne? Was ist die neue Regel? Die neue Regel ist, ich weiß sie selber noch gar nicht so genau, das muss man gleich nochmal absprechen, Leute, die neue Regel. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen müssen wir kurz abwarten, bis hier wirklich losgeht. Florian, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Okay, okay, Alex. Ja, Alex, aber nicht, dass du erst in 2 Jahren mit den Lama hier rumkommst, ne? Alle schreien Palmwedler. Ihr seid alles Palmwedler. Ey, ihr seid mir ein paar Paul. Oh, ich liebe das Auto, ne? Also einfach das Auto. Das ist eigentlich nothing special, muss ich sagen. Aber irgendwie, das fährt sich halt so geil mit dem Drift-Mode, was die Karre hat. Und das ist halt... Ja, fahr doch noch mehr komischer hier. Feierst du die neue Season? Ich muss ehrlich sagen. Ich muss wirklich ehrlich sagen, Fortnite macht mir aktuell einfach wieder Spaß. Das liegt natürlich auch daran, dass die ganzen Leute wieder PS4-Lobbys zocken. Aber auch im Allgemeinen so mit den mythischen Waffen, mit den neuen Drops, mit irgendwie das neue Feeling. Ich finde, wenn man sich jetzt mal so überlegt, Leute, eigentlich gab es nicht sonderlich viele krasse Änderungen. Aber ich finde irgendwie, was geändert worden ist, ist extrem geil und macht irgendwie richtig viel Spielspaß und ich freue mich unnormal, wenn es losgeht mit den Shadow-Ghost-Einheiten, ne? Dass man sich wirklich auswählen kann, Shadow und Ghost. Und dann sage ich euch, dann geht's richtig los. Ja, Amir. Ey, Amir, soll ich dir wirklich ins Gesicht hauen? Amir schreibt rein, nicht spammen, Leute. Als würden sich die Leute daran halten. Amir, Digga, du bist echt outer control, Alter. Schade, Amir. Ey, das müssen wir uns kurz angucken. Okay, okay, okay. Wir gucken uns kurz an, Leute. Warte, bevor wir das Auto tunen, wir gucken. Ich will es mir erstmal kurz in ungetuned angucken. Wir müssen uns kurz noch ein Video angucken. Das hat halt irgendjemand in den Kommentaren geschrieben. Wenn Standard-Skill geht. Was ist denn das für ein Reiskocher hier? Leute, das Ding, die haben uns sowas von abgezogen, ne? $580.000. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein schlechter Witz, oder? Ey. Wenn das Auto nicht beim Tuning überzeugt, dann fühle ich mich wirklich... Dann fühle ich mich wirklich... Also... Dann fühle ich mich verarscht. Oh, er hat Frontantrieb. Digga, er ist schwammiger. Er fährt sich schwammiger als ein Schiff. Ah, ist so eine kleine Rallye-Karre, ne? Was ist das für ein Auto, Bruder? Was ist das für eine Karre? Ey, bitte. Rockstar Games.
bitte, 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 lass das geile Tuning-Möglichkeiten haben. Ich liebe eigentlich so eine unscheinbaren Autos. Das Einzige, was mich jetzt wirklich Real Talk überzeugen könnte, ist das LS Custom. Ist Herbert vom LS Custom, Bruder, wenn er aus der Karre was richtig Geiles zaubert. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns, Leute, ihr wisst, das müssen wir kurz machen einmal. Und zwar... warte mal, wir machen mal das kurz in einen anderen Browser. Ach, jetzt werden hier Updates installiert. Wie heißt du in GTA Online? Paul Berger. So, Kinders. Jetzt geht's auf YouTube. Und, oh, hier sind wir live. Das Video hieß, wenn Standard Skill GTA 5 erfunden hätte. Das habe ich mir, glaube ich, schon mal angeguckt, wenn Standard Skill Fortnite erfunden hätte. Und hier vor 3 Tagen, wenn Standard Skill GTA erfunden hätte. Aha. Aha. Okay. Da. Hä? Wollte. Digga, das Video hat 880.000 Klicks? Warte mal, hä? Nee, warte mal kurz. Hat ihr bei den Rücken. Mach mal hier hin, der Doggy Bock, Digga. Ey. Komm hier, Voltaren, Digga. Komm, weg hier. Warum hat das denn? Das hat fast 1 Million Klicks. Langchon, Digga. Sollen wir uns jetzt kurz mal angucken? Ich hab das schon wieder vergessen. I cry mix in the five. Ey, get on my... Ah, Digga, das get on my 5 cm, das werde ich auf jeden Fall die Woche machen. Sorry nochmal, dass ich mich noch nicht gemeldet habe bei der Top 10. Ich hatte aber diese Woche echt, echt sehr, sehr viel zu tun durch, Bruder, durch Fortnite-Season, deswegen... Guck mal! Ich öffne die Augen und beginne den Tag! Natürlich mit einer Runde Battle Royale! Mach ich zu meiner Hauptaufgabe, meine Mutter nervt mit Hausaufgaben! Und ab geht's, Leute, ach, ab! Jetzt verfügbar, Fortnite Song Skybase. Jetzt verfügbar, Arena, Spiele gegen Noobs. Stimmt. Das ist das Beste, Bruder, diese Neuigkeiten. Arena, Spiele gegen Noobs wie iCrimex. Oder gegen Pros wie Standardskill. Was ein Ehre, Mann. Der Würfel ist zurück. Am 18.10. ist es soweit. Ein spektakuläres Live-Event um 22 Uhr, welches du keinesfalls verpassen solltest. Okay. Let's go. Oh, Herausforderung dritte Woche. Portion Level abtrinken. Ja, Bruder, bin ich nicht mehr. I cry mix dissen. Nebelix, Leute, das war noch OG-Zeiten gewesen, ey. Nebelix anbrüllen, schwer. Gegen a wife gewinnen, da hätte er noch leicht hinmachen müssen. Skybase anhören, Paul Berger eliminieren, erreiche eine 20 Kill-Round. Leute, das waren damals so geile Zeiten. Immer, ich sehe es gar nicht richtig, wartet mal. Immer 20er-Bombs damals. Das sind die Herausforderungen, die Challenges. Echt geil gemacht. Ich kann mich an das Video, ich glaube, ich habe schon mal drauf reagiert, aber ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, komm, mach weiter hier. Hallo. Ist das stehen geblieben? Standbild. Okay.
Ey, voll geil. Wisst ihr, was das für Songs sind? Das sind immer die Songs, die ich in einem Video verwende. Und die hat er einfach als Emote reingepackt. Gar nicht schlechte Ideen. Ich habe das Video noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade mal auf. Der alte Merch, Digga. Den alten Merch gibt's im Gegenstandsshop. Warte mal. Ja, hier. Alles drinne, Digga. Kannst du für V-Bucks kaufen. Das war's auch schon gewesen, Freunde, mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, kommt rein. Schnell dazu, dem Skill ist in. Lasst ein Like und ein Abo da. Krass, Digga. Er hat doch ein Best-of von mir gemacht. Schadenskill Fortnite-Montage? Was ist denn das? Willkommen auf Fantasy Island. Ja, Fantasie, Digga, hab ich auch in der Birne, Digga. Aber geh mir jetzt nicht mit der Werbung hier auf den Sack. Ah, ich weiß nicht, ob die Musik copyright-free ist, Leute. Warte, wir machen andere Musik an. Passt zwar nicht, aber egal. Oh, Digga, warte mal. Hat der Musik dahinter gepackt? Bitte nicht. Ah, ich weiß nicht, ob die Musik free ist, Digga. Was ist denn das für Musik? Hat das verlinkt hier? Ah, doch, das ist NCS-Release. Das könnten wir, glaube ich, eigentlich anhören. Boah, Digga, wenn ich das so jetzt gerade wieder sehe, ne? Ey, Leute, das ist so eine geile Zeit gewesen. Boah, guckt euch das an, Digga! Standard-Skill, Junge! 17 Kills, Junge! Da oben steht 17 Kills, Leute! Trancy Bomb! Oh. Only Sniper, Leute. Jetzt! Guck! Guck! Geil, Digga. Alter, Leute, ich erinnere mich so gerne an die Zeit zurück, ne? Scheiße, Mann. Krass. Macht der gar keine Videos mehr? Ach, schade, Digga. Ach, schade, Bruder. Er macht keine Videos mehr. Aber krass, ne? Fast 1 Million Klicks hat das Video. Schade, Bruder. Ich finde, er hat sich echt Mühe gegeben mit dem Video. Schade, dass er kein YouTube mehr macht. Aber es ging gerade wirklich in mein Herz auf. Ich sag Real Talk, ne? Ey, was wir alles mit Fortnite durchgemacht haben, ne? Die alten Tilted Towers. Das war einfach geil. So, Leute, jetzt gucken wir aber hier, was ich mir eigentlich angucken wollte. Und zwar, wenn Standard-Skill GTA erfunden hätte. Gab's noch nicht. Also, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Von Akoi. Digga, ey, ihr habt euch das ja schon angeguckt. Haben ja schon welche Leute gerade draufgeklickt? Das hat doch gerade viel weniger Klicks gehabt. So, gucken wir uns mal das jetzt mal an hier. Ob das gut ist oder ob das scheiße ist. Einfach, Digga, das war wieder so typisch, einfach so random das Logo reingeklatscht. So. Einfach random, Digga. Einfach bumm.
Alles klar, ja, dann bis später. Ja, heute vielleicht nicht mehr, aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Dann vielleicht. Okay. Gut. Digga, ich hab meinen eigenen Schlagsound, Leute. Ich hab meinen eigenen Schlagsound. Was ist das? Bam, Digga! Alle down! Neuer Song GTA 6 nun verfügbar auf Spotify und YouTube. Also, auf was wartet ihr noch? Abchecken. Das neue Merch und auch in XXL erhältlich. Mein neues Video ist nun auf YouTube. Starte mit einem Lächeln in den Tag. Super. Oh, it's not really a store per se. More like a refrigerator in the back of a medical marijuana clinic. Was ist das? Warum ist ein Vibe da drin? Da ist einfach random das Gesicht von der Vibe. Ja, Grüße gehen raus, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, war ganz cool gewesen. Nicht schlecht, Digga. War cool, ja. Grüße gehen raus an Akoi. Check den gerne mal ab, Leute. Das sind eine Bewertung da. Fand ich eine coole Sache. Ich bin mal gespannt, Leute. Gibt es noch irgendwas Neues hier, Standardskill-mäßig? Standardskill. Was man. Ich spiele Fortnite in der Schule, fast erwischt. Okay. Das ist natürlich doof. Gibt es noch irgendwas, was man sehen muss? Warte mal, wir müssen noch mal kurz angucken, Leute. Oh, Leute, wir müssen eigentlich echt mal wieder die Trickshot-Woche zurückmachen, ne? Die Trickshot-Woche müsste eigentlich mal wieder zurückkommen. Wollen wir uns kurz einmal reinziehen? Oh, Junge, das ist mir zu laut, ein bisschen. Abonniert mich und Standardskilo. Okay, Trickshot, Digga, pass auf, was wir jetzt mit dem machen, Bruder. Wir werden die komplett auseinandernehmen. Also, wenn der sitzt, Freunde, liken. Oh! Hier ist noch einer. Mit Ansage. Habt ihr das gesehen? Oh, was ist hier los? Und dann gewonnen. Da haben wir wirklich noch den Trickshot verwandelt. Was war das für ein nicer Trickshot? Das waren die Trickshot-Wochen, Leute. Ich erinnere mich gerne dran zurück. Guck dir das an. Daneben. Niemals, Bruder! Was passiert hier? Wir sind unsterblich, Digga! 17 Kills, Leute. 18 Kills, Leute. 18 Kills damals. Aua, schade. Daneben. Das waren Zeiten, Digga. Okay, warte, ich hab eine Idee. Ach, Mann, ey, was ist denn los hier? Okay, warte, ich baue jetzt hier ein Bounce-Pad gleich schon mal. Einfach um Sturm erfasst. Okay, warte, ich spring gleich runter.
oder RPG-Hit. Wir müssen ihn aber erstmal anhitten. Okay. Ich glaube, er müsste One-Shot sein mit Pumpgun. Oh mein Gott, ist der fast. Oh, schade. Starke Baurunde, muss ich sagen, heute von mir. Wahrscheinlich die stärkste Baurunde in den letzten Wochen. Schade, Diggi. Aber der wäre auch zu krass gewesen. Der wäre auch richtig weit weg gewesen. Hätten wir den getroffen. Holy moly. Da ist der Sound ein bisschen verzögert. Ach! Ich sehe den gar nicht, Digga. Er versteckt sich irgendwo. Okay, jetzt kommt die Zone, Freunde. Jetzt holen wir uns den. 19 Kills, Leute. Guckt, 19 Kills. 19 Kills, Alter. Was war das damals? Der sieht uns gar nicht! Guck mal, der Typ ist so lost. Scheiße, Digga! Zu krass. Okay, komm, wir müssen mal tryen hier. Sterb bitte nicht an der Zone, Alter. Mann! Wir sind alle wie in der Showzone gestorben. Das ist die 10. Runde oder so, wo Leute an der Zone sterben. Die dynamische Zone ist zu krass. Mann! Bruder, da muss ein Trickshot hier. Bitte, ein Trickshot in der Runde. Jetzt baut er sich hier ein. Habt ihr gesehen, getroffen. Das war echt nice gewesen. It feels right. Ach, Leute. Ich sag euch ehrlich, das war noch eine geile Zeit gewesen. Das war wirklich noch eine geile Zeit gewesen. Damals mit den ganzen Trickshots und so. Das werde ich auf jeden Fall wiederholen, Leute. Das werde ich auf jeden Fall wiederholen. Die Trickshot-Woche kommt auf jeden Fall wieder back, Alter. Hab ich richtig... Na... Oh, jetzt bin ich aus der Sitzung geworfen, weil wir zu lange inaktiv waren. Das waren noch wirklich die Line-It-Lol-Zeiten. Man muss sich das mal überlegen, Freunde. Das war absurd gewesen. Jede Runde, die ich hochgeladen habe, war fast über 20 Kills. Das war Standard gewesen. Jeden Tag, Leute. Und heute ist sowas Traummusik, ne? Ich erinnere mich wirklich gerne an die Zeit zurück, die wir da hatten. Das war einfach schön gewesen. Das war echt eine... Ach, ey, Freunde, das war einfach geil, wirklich. Jetzt das Season 3, Season 1, Season 2. Wenn man überlegt, was wir alles schon durchgemacht haben. So, jetzt werden wir jetzt einmal das Auto tunen, was wir schon die ganze Zeit machen wollten. Ja, wir tunen das doch jetzt. Hunger Games geht gleich los, Leute. Heute, aber heute werde ich gewinnen. OG-Feeling, ja, auch das... Ich hoffe wirklich, ich habe ja schon mit den Leuten von Epic Games mal gequatscht, ne? Und ich habe auch, mein Wunsch war auch gewesen, Leute, ein großer Wunsch war gewesen für mich, dass die alte Karte irgendwie wieder zurückkommt mit Tilted Towers. Ja, der Kill-Record war auch krass gewesen. Und damals, ich habe ja, Leute, ich habe ja damals Fortnite auf dem PC angefangen, ne? Ich habe auf dem PC angefangen und bin dann auf die PlayStation erst später gewechselt, ne? Jonas, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, die anderen haben vielleicht keinen Bock drauf. Müssen wir mal gucken. Ja, Hunger Games gewinnt sogar 18 Uhr, genau. Sollen wir Kriegsbemalung machen oder was? Sagt ihr, wenn der Chat sagt Kriegsbemalung, dann holen wir die Kriegsbemalung raus. Dann holen wir die Kriegsbemalung raus. Aber wenn ihr sagt, nee, brauchen wir nicht, dann lassen wir es. Ich werde auch, Leute, so wie ich hier sitze, ich werde Trickshot-Woche. Das Problem ist aktuell Trickshot-Woche, wie willst du Trickshots machen? Du findest halt kein Jagdgewehr. Es gibt halt kein Jagdgewehr, da kann ich auch keine Trickshot-Woche machen. Weißt du, was ich meine? Leute, letzte Woche habe ich Hunger Games gewonnen. Vergesst das nicht. Gewechselt wegen Aim Assist, ja, bestimmt. Genau. Ich weiß, dass SU da ist. Okay, Kriegsbemalung.
Ja, Ladezeiten sind eh noch kurz da, Leute. Something's wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie? Yeah, something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? You lie. Why do you lie? Why? Why do you lie? Boy, you lie. Why do you lie? You lie. Boy, why? Why? Ach, Digga, was ist das hier schon wieder mit GTA, Digga? Ich will nur zocken, Alter. Hallo. Ey, Digga, es geht mir ja schon wieder so auf den Keks. Alter, hier geht ja gar nichts, Leute. Ich muss nochmal starten hier, das Ding. So. Digga, ich hab hier, guck mal hier. Leute. Mit Pinsel und alles, Digga. Was ist das hier? Welchen brauche ich? Den Pinsel hier. Digga, andere haben Schminkeimer, ich hab Dingseimer. Okay, Leute, wir brauchen eigentlich nur 3 Farben. Und dann, 4 Farben. Das ist grün, schwarz, braun und dunkelgrün. Das läuft, Digga. Okay, Leute. Maxi Gamer, Pascal, Digga, danke schön für die Mitgliedschaft. Leute. Sieht das krass aus? Digga, die Farbe ist voll hart, Digga. Es geht gar nicht. Was ist das? Die Farbe ist voll hart, Digga, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Leute. Ich mach das jetzt mit der Hand. Vielleicht muss man die... Digga, sieht so aus, als würde ich Scheiße in der Fresse haben. Ja. Läuft, Digga. Ich sehe das auf der anderen Seite nicht. Ja, ich glaube, die ist was? Ist sie wasserfest? Nee. Ach, ich muss Wasser benutzen, steht da drauf, Idioten. Ich muss Wasser benutzen. Was ist denn das hier, Digga? Was ist denn das? Kinders. Hier sind Leute. Hier sind, Dings dabei. So, dass du es reichst. Ich habe jetzt keinen Bock, hier Wasser zu. Ich will jetzt die Karre tunen, Leute. So, Kinders. So, super, jetzt ist mein... Boah, das muss reichen für heute. Wir müssen jetzt die Karre tun. Ich will wissen, was da rauskommt. Oder sagt ihr diesmal richtig, oder sollen wir noch mehr? Sollen wir ganze Gesicht voll machen? Autotuning. Ja, wir werden jetzt das Autotuning, Leute.
mit Ansage. So, wir gucken gleich auch mal in Discord, ob die Jungs denn da sind, aber erstmal tun wir hier die Karre. Ich muss dein Wasser holen, Leute. Wir könnten auch das ganze Gesicht voll machen. Und dann Abfahrt. So, Kinders, warte hier. Da ist das neue Auto. Der neue Schimmelwagen. Also ich muss immer noch sagen, also ungetuned gerade ist er echt, fährt er sich gar nicht so geil. Er ist halt unnormal schwammig, ne? Sehr, sehr schwammig. Mario, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Oh mein Gott, eine 110 Euro Donation. Ich brauche, glaube ich, gar nicht gucken. Ich weiß, von wem die ist. Leute, sagt mir mal, ob die Donation von Ulf ist. Ich brauche gar nicht gucken, Digi. Die ist safe von Ulf, ne? Sagt ehrlich jetzt. Die 110 Euro sind von Ulf. Das weiß ich, Bruder. Ganze Gesicht. Also Leute, mit Ansage, wenn wir heute Hunger Games gewinnen sollten, ja, wenn wir heute Hunger Games gewinnen sollten, male ich mir das ganze Gesicht voll. Wirklich jetzt. Ich sag ehrlich jetzt, wenn wir heute, wo fahre ich denn überhaupt hin? Ich wollte zum LS Customs fahren. Wenn wir heute gewinnen werden, mache ich das ganze Gesicht voll, mir egal. Wenn wir gewinnen werden. Ich werde alles geben. Ich brauche heute den Sieg. Einfach fürs Feeling. Ulf, Digga. Ich bedanke mich für deine 110 Euro. Ich habe gesagt, du sollst nichts donaten mehr. Du bist verrückt, wirklich, Ulf. Du bist einfach verrückt, Digga. Du haust hier mal so viel Kohle raus. Was hat er dann geschrieben? Aloha, Bro. Geh später offscreen einmal auf Instagram. Ja, Digga. Ich schreib dir mal nachher. Danke, danke, Digga, Ulf, für deine wirklich kranken Donation hier. Teilzeit, Furkan, dankeschön für deine Mitgliedschaft. Ulf, wirklich vielen, vielen Dank nochmal für die 110 Euro und die unendlichen Euros, die du hier schon rausgehauen hast. Das ist geisteskrank. So, Kinders. Abfahrt mit dem Waggon ins LS Customs rein. Here we go. Und zwar Panzerung. Ramson. Stoßstange. Jetzt wird's interessant. Okay. Ja. Oh, lol, das Auto gibt's als Stickerbomb. Oh, auch nicht schlecht, ne? Ich finde Stickerbomb-Autos eigentlich ganz geil in GTA, weil das Besondere bei den Autos ist halt, die gibt's halt ultra selten, ne? Ha, müssen wir gucken. Ja, sieht ganz geil aus hier mit den Nebelscheinwerfer-Einlässen. Oder was auch immer sein soll. Ja. Gewichtsreduzierte Stoßstange, weil hier Löcher reingebohrt worden sind, oder was? Oha, das sieht... Oha! Okay, okay, okay. Jetzt langsam nähern wir uns an. Oder was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Teil? Race Day. Ist der unten? Oha! Also ich sag dir ganz ehrlich gerade, Tuning bei dem Auto, 10 von 10 aktuell. 10, also definitiv. Was das? Was ist das? Das Auto will ein Düsenjäger werden. Digga, so ein Teil. Wenn du sowas in Deutschland rumfährst, Bruder, du kommst dafür in den Knast, Alter. Wenn du mit so einer Karre rumfährst. Ey, wir müssen das nehmen. Wir müssen es nehmen, wirklich. Es sieht so hässlich aus. Okay, okay, okay. Was ist das? Was soll man hier reinstecken? U-Bahn-Ring. Ey. Die Karre macht mich fertig, Alter. Die Karre macht mich wirklich fertig. Okay, habe ich Sticker-Stoßstand, Gewicht reduziert. Guckt euch bitte diese Tuning-Möglichkeiten an und dann diesen kleinen Auspuff. Ich liebe das Auto schon jetzt. Leicht Fortschritt. Okay, okay, warte mal. Einfacher. Hier fehlt einfach die Hälfte. Da fehlt einfach die Hälfte. Ey.
Ja, was ist das? Ey, Leute, wir müssen das hier nehmen. Keine Ahnung, wie das sieht. Ey, Monkey, du machst Donnerstag einen Vortrag über mich. Was willst du denn über mich erzählen? Das sieht lustig aus, Leute. Also das Auto ist jetzt schon geil. Jetzt, das Geld hat sich jetzt schon gelohnt zu investieren. Das Auto wird einfach ein Flugzeug. Nach dem Tuning, Leute, kann man damit einfach rumfliegen. So ein Ding ist das. So, Türen. Keine. Ich will keine Türen haben. Windabweiser. Aha. Carbon-Windabweiser. Und, ja, natürlich hier Fensternetze. Das sieht cool aus. Das sieht aus wie hässliche Gardinen. Nehmen wir rein. Motor. Volle Kanne auf. Jetzt Auspuff. Da bin ich gespannt, Digga. Oh, ein Doppelauspuff. Wahnsinn. Das nennt man ATU-Tuning, Leute. Da geht man zu ATU hin und sagt, ich will den lautesten Auspuff haben. Und dann kriegt man sowas rangeballert. das sieht so hässlich aus, der Auspuff. Das ist einfach so ein dickes Rohr. Nein! Leute, es gibt wirklich so Leute, die so rumfahren. Mit so einem Auspuff. Ich kenne so eine Leute. Die fahren so rum. Hauptsache, das Rohr ist groß. Mit so einem Renault Clio fahren die rum. Und dann so ein Rohr hinten dran. Oh, das sieht cool aus. Druckrohr. Wenn du beweisen willst, dass du den längsten hast, ballerst dir diesen Auspuff ran. Okay, Real Talk, er ist richtig krank, ne? Er ist wirklich, Leute, ey, das ist ja so ein geiles Auto. Also alles, was ich gesagt habe, Leute, sorry, aber das Auto ist echt nice. Okay, hier haben wir die Stoßstange. Nee. Lüftung sieht geil, ein bisschen sportlicher noch aus hier. Straße, aha. Mhm. Track, Carbon und Track, Rennen. Hm. Ja, sind jetzt nicht so eine... Oh, doch, hier unten. Ah, hier hinten ist der Unterschied, ne? Ja, da brauchen wir definitiv. Das sieht krass aus. Oha, das sieht dolle aus. Hier nochmal die Spurverbreiterung mit den Lüftungseinlässen. Definitiv Rennen. Kühlergrill. Ich finde, Alter, das sieht, ist wirklich, es ist ein Flugzeug. Es wird ein Flugzeug. So wie ich es gesagt habe. Oh, das sieht auch so hässlich aus. Wer tunt sowas? Man baut einfach Schutz drüber. Schmutz, nicht Schutz, sondern Schmutz. Ey, wir brauchen das, Leute. Wir müssen das so bauen. Hier wird Luft eingesaugt noch. Weil das Auto so viel Leistung hat, Leute, wir brauchen richtig Kühler rein, weißt du? Das muss alles. Bitte, ich will jetzt noch so richtig fetten Motor draußen haben. Ich will noch bitte eine fette Motorhaube. Oh, ja! Och, Leute, wir müssen das reinballern. Obwohl, mir gefällt die eigentlich besser, aber wir müssen die nehmen. Wir wollen ein Flugzeug bauen, deswegen. Große Turbomotorhaube muss rein. Ganz klare Geschichte. Hupe brauchen wir nicht. Scheinwerfer haben wir ja nur noch einen, weil den anderen mussten wir umbauen fürs Tuning. Ey, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also das Auto ist definitiv... Ja, überrück, Leute. Wenn wir damit durch die Luft fliegen. Ey, Horrorhuhn, danke schön für dein Upgrade. Müssen wir hier natürlich den Überrollkäfig, der muss auch rein. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Alle warten auf mich. Ja, Bruder, ich bin hier gerade am Tuning. Ey, warum? Leute, ich muss die Reifen nehmen. Ich muss Real Talk die Reifen nehmen. Ey, der Wagen ist ja sowas von nice. Okay, nehmen wir auch Rennen. Warten die wirklich? Hallo? Hallo. Geht gleich los, ne? Ja, geht gleich los. Die warten gar nicht auf mich, Leute.
Bitte. Bitte, ich brauch noch so einen richtig dicken Spoiler hinten drauf. Fürs Feeling einfach, fürs Feeling. Ja, danke. Danke. Noch eine Nummer fetter. Gibt's jetzt noch eine Nummer fetter? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich weiß nicht, welcher ist fetter. Der ist fetter hier. Leute, das ist ein Flugzeug. Wir müssen den nehmen. Halt dein Maul, Digga. Wirklich. Haltet einfach. Sagt nichts dazu. Die Karre ist shittig. Das geilste Auto. So wie ich hier sitze, Leute, das ist das geilste Auto, was ich jemals in GTA getuned habe. Das hat ja, ey, diese Tuning-Möglichkeiten bei der Karre sind so absurd, dass sie einfach wieder geil sind. Wirklich jetzt. Kofferraum, was Kofferraum? Kann ich jetzt hier auch noch wegnehmen oder was? Was ist das hier? Ist doch gar kein Unterschied. Ach so, doch. Kann ich noch in Sekundärfarbe machen. Machen wir jetzt Primärfarbe. Turbo rein. Reifen. Farbe gucken wir gleich. Okay, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Und zwar, was die Designs doch haben. Okay, diese... Straßensticker. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Ist so ein bisschen undercover. Einkaufsliste. Gut, okay. Danke. Clubman Racer. Finde ich mit der Spoiler-Lackierung ganz nice. Im Eimer. Okay. Outlaw Racer. Ja, okay. Ja, finde ich jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Könnte man vielleicht cool kombinieren. Ja, ist okay. Nee, es sieht schmutzmäßig aus. Das finde ich nicht geil. Nee. Okay. Ich würde gerne mal die rauf machen. Und dann noch kurz die Lackierung ändern. Lackierung, Primärfarbe, matt. Das sieht schon doll aus, ne? In schwarz, oder? Sagt mal ehrlich jetzt. Das sieht schon. Ich mach mal kurz in schwarz. Und dann müssen wir aber jetzt kurz noch was ändern. Und zwar Lackierung, Sekundärfarbe. Warte mal, vielleicht können wir ja Sekundärfarbe. Machen wir auch noch rot. Sieht schon wie so ein Düsenjäger aus, finde ich, oder? Dann noch wichtig, kurz das Licht anpassen. Lichter, Neon-Kids, Neon-Farbe. Also wirklich, Leute, ich muss ehrlich sagen, das Auto, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, das Auto... Ist ja kein Supersportwagen, aber mir hat noch nie so viel Spaß gemacht, ein Auto zu tunen. Also sag ihm wirklich Props raus, weil die Dinger, die hier rangebaut worden sind, die Karre sieht so absurd aus. Mir fällt dazu einfach nichts mehr ein. Ey, guck dir das an, du denkst wirklich, da kommt ein Düsenjäger rausgefahren. Gucci, Gucci, Gucci Gang, think I'm Gucci Mane.
Bastards! Wir müssen kurz gucken, wie die Frauen drauf reagieren, Leute. Wir müssen kurz gucken, wie die Frauen drauf reagieren und dann wissen wir mehr. Also wirklich, das Auto, sag ich euch ehrlich jetzt, 10 von 10. Wirklich, 10 von 10. Das Auto definitiv 10 von 10. Guck mal, das Auto ist selbst verbuggt, Leute. Dieser Heckspoiler, der ist laufend im Boden drin. 10 von 10 die Karre, definitiv mit Abstand. Mit Abstand das beste Auto, was ich in den letzten Wochen getunt habe. So, wo sind die? Wo sind die Kachis, Machis? Wo sind die Kachis? Ich will das kurz von einer Frau bewerten lassen. Okay, also pass auf. Wenn dir das Auto gefällt, steig ein. Wenn es dir nicht gefällt, verpiss dich. Du kannst gerne mitfahren bei mir. Sie fährt natürlich mit, Leute. Was ist das für eine... Was ist das für eine Frage? Ey, Leute, es wird gleich hell. Ich will das Auto unbedingt mal in hellen sehen. Ich muss... Also, das Auto wirklich... Sag mal ehrlich. Nein, nein, sag mir jetzt ehrlich, wie findest du die Karre? Red jetzt mit mir. Geil? Okay. Das freut mich für dich. Ja. Ja, mich macht das Auto auch feucht. Es ist halt einfach nice. Also jetzt mal unter uns, Leute, ich sag euch ganz ehrlich. Wenn du mit so einer Karre vorgefahren kommst, da würde niemals freiwillig eine Frau einsteigen. Guck doch mal, wie das aussieht. Das ist mein neues Main-Auto. Ich sag ehrlich jetzt, das ist mein neues Main-Auto. Ich werde jetzt damit nur noch rumfahren. Ey, der ist auch gar nicht so langsam, ne? Guck mal, der geht auch gut ab eigentlich. Hey, der ist... Also, er ist nicht unnormal scheiße. Ich will mal kurz was testen. Warte mal. Ob vorne... Warte mal, guck mal. Hey, ich will mal kurz testen, ob ich dich mitnehmen kann. Ja, warte, ich teste das an der Laterne. Nee, geht nicht, schade. Ihr habt's gesehen, Leute. Das Ding geht durch. Ey, guck mal, wie der marschiert vorne, ne? Ey, so eine nice Karre. Wirklich so ein geiles Auto. Ich will damit jetzt mal fliegen. Wir müssen jetzt fliegen, Leute. Dafür ist der Wagen gebaut, um durch die Lüfte zu fliegen. Er will einfach frei wie ein Vogel sein. Und das werden wir den jetzt erfüllen. I believe I can fly. I can touch the sky. We came up from the weeds. Nice top, top floor. All these big guests on our wrist. BBS is on the neck. Niggas spending down stress. Jetzt haltet euch fest, Leute. Anschnall! Scheiße, daneben. Nochmal, Runde drehen.
I believe I can fly. Ja, landen muss ich noch ein bisschen üben, aber... Hey, bleib doch hier, Mäusi! Mausi! Hey! Du hast geklaut, die hat geklaut aus dem Auto. Ein Reifen. Die hat einen Reifen geklaut, Leute. Warte mal, wo ist die jetzt hin? Wo ist die hin? Die hat einen Reifen geklaut. Okay, jetzt wird's hell, Leute. Jetzt können wir uns das Auto gleich mal ein bisschen besser betrachten. Wir gehen es doch einmal reparieren. Oh, daneben. BBS on the neck. Kinders, wir müssen mal kurz... Ich will mal noch was kurz bei der Lackierung anpassen. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Sagt mal weiß oder schwarz, Leute. Weiß oder schwarz? Einmal die Meinung. Bitte in den Chat. Schwarz. Oder so grau würde auch noch gehen. Sieht auch nicht bad aus. Ja, Leute, wir starten gleich. Ich wechsle gleich. Ich will noch einmal. Ja, Leute, geht gleich los. Okay, viele sagen schwarz. Gut, jetzt ist auch hell. Ich will mir das Ding jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Hey, was ist das? Warte. Das ist ein geiler Wagen, definitiv. Jetzt machen wir nochmal einen Stunt, Leute. Oh. Schade. Ein Stunt und dann fangen wir mit Hunger Games an, Kinder. Oh mein Gott. Ich fahre jetzt da vorne den Berg hoch. Es sollte wirklich ein Düsenjet werden. Kranke Karre, Leute. Kranke Karre, muss ich wirklich sagen an dieser Stelle. Props gehen raus. Ich habe zuerst gedacht, ich war ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich dachte, okay. Jo, bin da. Ja, ich bin ehrlich, ja. Ich weiß nicht, wer welches Musiklabel oder wer auch immer dich da über den Tisch gezogen hat. Oha, oha, Ansagen? Ja, ich krieg ja, hier gerade Ansagen vom Kurs. Es ist halt einfach scheiße geworden. Killer du. Ja. Okay. Ja, ich fand's jetzt nicht so schlecht. Ich fand's gut. Die Frage ist nur, Max, wenn ich das jetzt abspiele, strikst du mich dann? Wie auch ja, bei dem kannst anderen du dich Beat, abspielen. Oder?
Da würde ich aufpassen, der strike gerne. Mich dann wieder, war klar, dass ich da aufpassen. Er ist Geld geil, Digga, das ist das Problem. Er ist Geld geil, ja, das stimmt. War klar, ich will das abspielen, ich krieg Strike auf YouTube, ja, weißt du? Ja, ich hab 200 Abonnenten so. Juckt ihn nicht, ja. Er strikt mich trotzdem einfach. Weil euch, jeden von euch... Schade, die Kleinen kaputt zu machen. Ja, schade, Digga, finde ich auch schade. Dass du die Kleinen kaputt schade. Was für die Kleinen, geht's darum, euch kaputt zu machen? Nee, ich find's eklig, Digga, dass du so gegen uns schießt und alles. Ja, das ist mein Plan, um euch auszuschalten. Ich mach Songs, warte, dass ihr darauf reagiert und dann strike ich euch weg. Warum hast du mich angerufen? Ja, jetzt habe ich zwei gemacht. Hast du bald angerufen? Bald kommt der dritte. Und dann, wenn ihr dreimal auf mich reagiert habt, strike ich euch alle weg. Kanal ist weg, Digga. Aha. Das ist der Plan. Krass. So, Leute, so sieht der Sieger aus vom letzten Hunger Games. Hier ist er. Das war kein Sieger. Standard Game. Wo ist denn der Sieger? Seht ihr noch immer nicht? Also, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Wir gewinnen heute Hunger Games. Schaut zu und guckt, wie Standard ausrasten wird, wie ich alle wieder hochnehmen werde. Und ja, ich würde sagen, geht's jetzt noch auf Mixer. So, ey, Philipp, ich hab dich auch eingeladen. Digga, sag mal ganz ehrlich, warum kannst du denn da nicht streamen? Die haben eine 24-Stunden-Sperre drin, wenn du das erste Mal da streamen willst. Wie dumm ist denn das? Ja, die haben damals mitgekriegt, dass du auch streamst und haben die sich gedacht, die müssen den Gesichtsschutz einführen und dann haben die halt das eingeführt. Hä, hey, aber also du kannst dich nicht anmelden und direkt losstreamen. Nein, geht nicht, du musst 24 Stunden warten. Wie dumm ist denn das, Digga? Leute, können wir bitte jetzt einfach starten? Nee, das dauert ab. Ich frage mich auch, vor was das schützen soll. Das soll wahrscheinlich davor schützen, dass wenn man sich vielleicht registriert und direkt... Das wird niemals klappen, Max, wirklich. Ja, eher wirst du im Lotto gewinnen, ich sag dir ehrlich. Hört jetzt mal auf rumzulabern, kommt ihm gerade. Habt ihr mich eingeladen? Ja, ich hab dich eingeladen. Einladung, ja, dann ich brauche auch eine Einladung, Digga. Ich kann dich nicht einladen, weil wir uns nicht haben. Ja, war klar, dass wir uns nicht haben. Aber wir haben uns auch mal. Ja, nach 15 Jahren haben wir jetzt noch nicht gebacken gekriegt haben, uns zu retten. Ja, das ist Weiß Studio lad. Obwohl, nee, warte, wisst ihr was, wir machen wieder eine Crew-Lobby, ist doch besser. Oh, Weiß Studio ist auch schon da. Ja. Was, wenn einer Leute, ich will mal kurz was sagen. Und zwar, mir wurde vorhin eine Sache rübergespielt. Ja. Ein Videoclip aus dem Livestream von iCrimex. Und was wird da wieder mal gemacht, gesagt? Aha. Und das würde ich gerne hier öffentlich ansprechen, wenn das. Das würde ich auch gerne wissen, ehrlich. Sollen wir das jetzt hier klären? Und zwar, da wurde gesagt, oder dass. Sollen wir das vor der Tür klären? Nee, wir klären das jetzt hier online per Livestream. War klar, das war. Und zwar, da wurde nämlich uns Hate vorgeworfen. Weil das, ja iCrimex das eine Mal angeblich gewonnen hat. Ja. Und wir wir so gnädig waren, dass er Content hat, haben wir ihn weiterspielen lassen. Und ich erinnere mich, also unsere Gutmütigkeit. Und ja, und genau, die Gutmütigkeit wurde für uns schlecht dargestellt. Schade. Nee, das ich find's wirklich an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, Max, fühle ich mich verarscht. Ich stehe zu meiner Schade. Meinung. Genauso habe ich mich verarscht gefühlt, als mir mein Sieg nicht anerkannt wurde. Nee, es tut weh, dass du jetzt mit den Sachen aus einem Monat später kommst. Leute, lad mich doch jetzt mal ein hier. Ja, warte, M52 hat mich eingeladen, Digga. Lass lieber da reingehen. Boah, geil, Digga. G63 hat mich noch eingeladen. Nice, okay. Ja, jetzt alle bei G63 rein, Digga. Miss Baker ruft mich hier an. Meine, wann sind denn die Einladungen? Miss Baker, die Kachimachi, Digga. Oblox, ne, deine Schuhe kannst du direkt mal bitte ausstellen, ne? Bitte. Redest du über Miss Baker, Junge? Hey, was kann ich ausstellen? Ne? Ja, hör auf zu schummeln, du hast deine Lebensanzeige eingestellt. Oh, wie, was? Ja, er schummelt schon wieder. Hä? Ah, ich hab ganz vergessen, Digga. Hey, ich hab doch gerade eine Einladung von dem bekommen. Namen ausmachen, hab ich die letzten Folgen auch vergessen. Digga, bei mir, ich kann mich nicht einloggen in Social. Klappt schon wieder! Da bin ich gebannt. Sehen Sie nach Portugal, haben sie gesagt. Also, das fliegen sie nach Portugal, da soll es geil sein. Ich nur rumgejammert, Digga. Mir leckt doch das ganze Spiel. Ist M52 bei dir on, Digga? Ich bin bei ihm gar nicht in der Liste. Du bist bei ihm in der Lobby. Ja, ich kann euch einladen. Ja, dann lad ein. Weil ich sehe ihn gar nicht bei mir in der Liste. Einladen. Scheiß Studio. Space Monkey. Und ich? Nee, Leute, serious mal heute, ne? Serious jetzt. Freunde, wir werden wirklich heute Taktiken fahren. Wir werden heute Sachen machen, die sehr, sehr krank werden. Wirklich jetzt. Wir müssen leider Max auseinandernehmen heute.
Max wird heute verlieren. Es tut mir leid. Alle werden verlieren. M52, der Ehrenmann, danke. So Leute, wir müssen mal schnell noch kurz unsere Sachen loswerden. Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, die letzte Taktik, die wir hatten, ne? Mashallah, Bruder, war die... Leute, die... Also, wenn uns heute nicht irgendwie was Dummes passiert, ja? Wenn uns heute nicht irgendwie was Dummes passiert, werden wir gewinnen. Oh, Digga, krass. Ja, M52, dann hoffen wir, dass es läuft bei dir. Hä, hab ich ihn überfahren gerade? Ich glaube, ich hab den gerade überfahren. Richtiger Modderkrieg. Skin Contest kommt bald wieder. Ich habe auf jeden Fall, wisst ihr, warum ich Bock habe auf einen Skin Contest in Fortnite? Hallo, können Sie sich mal beruhigen? Digga, was geht denn bei dir jetzt ab? Ich wollte hier einkaufen gehen. Er macht direkt richtig Palaver, Digga. Macht richtig Palaver, Leute. Weil wir einkaufen gehen wollten. Oh, lass mal, kann ich den fahren, Digga? Ist der neu drin jetzt, Leute? Der Formel 1 mal? Oha. Oha! Oh mein Gott, Leute! Was das? Leute, wir spielen kein GTA mehr, wir spielen Formel 1! Here we go! Oh mein Gott, ist der schnell! Bruder, was ist das? Alter! Hinter uns ist einer! Leute, das Auto ist ja zu krank. Alter, wie fährt der sich? Der ist zu krank. Er ist das beste Auto der Welt. Er ist besser als die Schrottkarre von ihm. Nein. Ach du Scheiße, ist das eine kranke Karre. Die ist ja komplett geisteskrank. Ach du Kacke. Leute, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Das ist wirklich mit Abstand das beste Auto gewesen gerade, ne? Habt ihr gesehen, was der für einen Grip hatte? 1000 PS auf 600 Kilo, sagt er. Lol. Leute, ich bin heute irgendwie so im Siegermodus. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber ich bin heute einfach in Siegerlaune. Muss man hier noch irgendeine Scheiße kaufen, dass die Kohle weg ist. Ah, keine Granaten mehr. Oh, 60 Dollar, Leute, das dürfen wir. Da sollten sie sich nicht beschweren. Ey, ich spiele kein Hunger Games mehr. Philipp Sis, dankeschön. Vielen, vielen Dank, Philipp Sis, für den krassen Support. Ey, das ist ja zu dolle. Okay, Kinders, Abfahrt. Überleg mal, das Ding würden wir in Hunger Games haben. Niemand würde hinterherkommen. Ey. Jetzt, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Oh mein Gott! Das ist wirklich der
Jo, wo seid ihr, Jungs? Wir sind gerade eben recken. Oh, jetzt kann ich hier keine Waffen mehr empfangen. Geht jetzt zu M52. Ah, warte, ich muss mal Waffen wegwerfen. Ja, man kann, ich kann gerade keine Waffen droppen. Könnt ihr Waffen droppen? Ich komm nicht mal in die Lobby rein. Nö, ich kann gerade auch nicht. Ach Mann, Alter, was soll das denn? Wie, kommst du in die Lobby rein? Ich nicht. Digga, doch. Wir können nur keine Waffen droppen, anscheinend. Geht das nochmal? Also, letzte wäre jetzt noch wirklich. Okay, doch, bei mir geht's. Ja, haben wir mitgeladen, soll ich schnell. Hä, ich hänge hier fest? Warte, eigentlich passiert mir ein Fehler mit. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Was war das jetzt? Guck mal, das Ding hat getuning. Hier irgendwo in Albanien die Waffen wegdroppen können. Digga, was ist jetzt los? Ich fahre hier gerade einen Prototyp, ne? Aha. Boah, stabile Landung hier. Nennt mich den Heli-Experten. Ah, und da werden die Waffen weggeschoben. Easy, Digga. Easy. Leute, ich spiele mit Maus und Taster Boost, Digga. Das Auto hat einen Boost. Was ist denn das ich spiele mit Maus und Tastatur, Leute. Maus und Tastatur, was ist das? Maus und Tastatur, was ist das? Ja, das glaube ich dir. Scheiße, nein. Joystick, Digga. So, kann mich poolen hier. Okay, warte. Das ist richtiges Hunger Games Wetter. Ja, ne? Richtiges Horror Wetter. Was? Das Auto hat Boost? Das ist der neue? Das ist voll das Chat-Auto, Alter. Der kann gar nichts. Wo ist das? So. Freistudio. Ich hab auch einen Heli, Junge. Ich starte jetzt einfach kurz Dings zu teilen. Drive by Host Medico. Aber absolut, ey. Ich dachte sogar. Killer Duo. Entschuldigt, so, ich bin schon tot. Wir sind ein Killer Duo. Niemand baut so schnell und so hoch. Hauptsache, Vice Studio ist ein Reaction-Titel, in Klammer, Achtung, Autotune. Aber ich hoffe, du hast gehört, dass es nicht gehatet hat. Ich finde das verantwortungsvoll, weil ich finde das, was du halt abgezogen hast, einfach mies. Also, ich hab mich reingeschaut. Ich fand deinen normalen Part, Digga, der war aber nice, also, den finde ich geil. Ja, ich fand das, das Video war, also, ich hab's ja geguckt. Das ist zu schnell, Digga. Das ist zu schnell. Das ist zu schnell, das Auto. Alter, guck mal, wie der abgeht, Leute. Warte mal. Wie oft kann ich diesen Boost machen? Okay, wir müssen mal kurz den Boost aufladen. Ja, das war doch der Boost, Bruder. Ich hab den noch gemacht. Die Karre macht so Bock, ne? Ja, ich hab da gerade geboostet. Ich booste gleich nochmal, warte mal. Ja, als würde ich auf Alt F4 reinfallen, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, die Alt F4 Zeiten, die sind doch schon längst vorbei. Damals hättet ihr mich damit kriegen können, aber jetzt. Ey, das ist zu krank, der war. Er ist wirklich Real Talk, das beste Auto. Und Leute, ihr müsst sehen, wir fahren hier bei Regen. Und das Auto hat so einen Grip noch. Wenn man bremst, oder was? Lädt sich das auf? Sieht man hier irgendwie die Boost-Anzeige hier drinnen? Hey, die schießen meine Reifen kaputt. Okay, Leute, jetzt müssen wir mal serious hier zusehen, weil es geht jetzt gleich ab. Wir müssen jetzt uns vorbereiten auf Hangar zu den Games. Ich habe schon gehört, Digga, dass es in ARK richtig viele neue Updates gibt. Mal gucken.
vielleicht fange ich mal wieder an mit Ark. Hätte ich Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Weil Ark ist auch ein Spiel, was mir damals richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, ne? Tonio, ich glaube nicht, dass wir Pummelparty später spielen, weil die einzigen wahrscheinlich, die anderen wahrscheinlich keinen Bock drauf haben. Deswegen. Wie hast du das Auto bekommen hier durch den Modder, Digi? Skin-Contest, denke ich mal, werde ich diese Woche machen. Ich werde mal einen Skin-Contest machen, nur mit Season 2 Skins. Also nur wirklich mit den aktuellen Skins, die es gibt, Leute. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum ist die Dings rum? Warum ist denn der Cam umgeschaltet? So, Leute, wir müssen jetzt noch hier alle Waffen wegwerfen. Ach, scheiße. So. Kann ich dir keine Waffen fallen lassen? Was ist das? Hey, was ist das? So, Kinders. So. Alles weggeworfen. So, Leute, ich bin ready, Digga. Ja, Scorus ist zu blöd, der hat noch Mods drin. Ja, Scorus. Ey, dein Ernst jetzt hier. Und er war jetzt schon in der Lobby drin, oder was? Mit den Mods? Nee, nee. Nein. Willst du jetzt hacken, oder was? Willst du jetzt anfangen zu hacken, oder? Ja, ja. Er hat noch zu hacken, Digga. Er hat noch vom vorletzten Mal die Hacks drin gehabt. Ehrenlos. Ja, wer spielt denn da gerade Trommel, Digga? Achso. Trommel. Ja, Bongo, was auch immer. Der Modder. Der Schmodder. Gigant hat noch Waffen, lol. Ja, ich werde. Gigant hat noch Waffen, Alter. Ja, ich werde doch. Ey, wer verbrennt mich da? Digga, keine Sorge, es regnet. Ja, klar. Es regnet doch. Ja, ja. Kann nein, ich die Munition ablegen. Wir starten jetzt. Ich hab mir doch gesagt, Taxi soll sie nehmen, um zu mir zu kommen. Okay. Ey! Ja, ich bin pünktlich. Seit einer halben Stunde früher war ich schon da. Wir warten. Skuro ist so ein Idiot, weißt du, der kriegt wieder nichts gebacken. Wie man einfach ja. Deine Freundin im Hintergrund hat. Ja. Ja, alles Skuro ist seine Schuld. Ach, das ist ja. Auf jeden Fall clever, Digga. Boah, ja, Digga, es war so klar, wirklich schade. Richtig clever wieder von Philipp. Ja, Scrooge ist ja eh noch nicht da. Ja, achso, okay, können wir noch Scheiße bauen. Da ist unten rechts bei mir der gelbe Ladebalken und nichts tut sich. Also der dreht sich, aber es passiert nichts. Nein! Gigant, du bist so dumm, Alter. Boah, Alter. Schatz, kannst du vielleicht hier Kommentare lesen? Weil sonst muss ich bei beiden Dingern darüber schauen. Hey, also Digga, hör mal auf! Stimmt, ja, kaum. Ey, Gigant! Was soll ja, das? Ey, warte mal, warum bin ich denn jetzt wieder unten? Ja, weil Stani. Gigant hat dich umgehauen. Hä? Das war Stani, fragt den Chat. Nein, das war Gigant, ja, Digga. Gigant hat mich doch auch umgehauen. Stimmt gar nicht. Merkt man, wie lost die sind, Alter. Stani wirklich heute selber. Mit Haaren abrasieren? Ja, ich würd's machen, aber die Idioten haben noch keinen Bock drauf. Jedes Mal dasselbe, Alter. Ey, dann holt mich dann. Holt jedes Mal ab. Wirklich die gleiche Diskussion 1 zu 1. Ich würd's machen mit Haare abrasieren, Leute, aber. Ja. Naja. Nee. Die Hälfte von euch hat eh schon eine Halbglatze, deswegen gibt's euch ja auch nicht. Oh, also das finde ich scheiße, dass du uns jetzt. Schwere Anschuldigung. Warte, ich geh einfach zum Modder. Wie lange dauert das denn? Ja, ey, dann startet doch einfach neu das Spiel! Also, ich würde sagen, pass auf, wir machen jetzt einfach eine Deadline 18.30 Uhr, entweder ist Skuro da oder nicht. Ja. Bin ich dafür, weil ich muss meine. Weil, sorry, man muss sich auch mal. Man muss auch mal ein bisschen sich vorbereiten und alles vorher testen. Ich komm nicht in die Online-Lobby, was willst du? Ja, es ist okay. Wie gesagt, 18.30 Uhr Deadline. Wenn man noch Mods installiert hat, dann Digga. Hä? Ja, wenn man noch Mods installiert hat. Hab ich nicht. Schon ich dachte, ich habe aber nicht. Ah! Online wird beigetreten. Aha. Wird betreten. Komisch, ich sag, ich mach den Input aus und dann geht's. Input hab ich nicht ausgespielt. Mach du mal dein Output aus. Leute, ich kann mir das Gelaber schon wieder nicht von denen anhören. Es ist wirklich. Man merkt. Ey, das Geld ist noch im Pott, Serbe. Das Geld ist im Pott.
Und Serbe, warst du letzte Woche da gewesen? Ich hab eine... Ich sag dir ehrlich, Serbe, ich hab eine richtig kranke Taktik. Das ist eine 31er-Taktik, ich gebe es zu, Leute. Es ist vielleicht auch nicht die unterhaltsamste Taktik, aber... Leute, ich werde meinen Film von letztem Mal fahren und ich bin mir sicher, wenn das so funktioniert, wie ich das glaube... Oha, oha, oha. Lol. Er hat uns hochteleportiert. Zu krank. Und wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle... nice, Digga, Big City Beat. Sagen wir mal für 5,50. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle... Bruder, wir werden gewinnen. Es müssen nur einzelne kleine Sachen passieren und dann sind wir da. Dann sind wir back in the business, back in the building. So, warte mal, ich guck mal kurz, ob wir Full Life jetzt gerade haben. Ja, haben wir. Nice. Weil wenn mich jetzt jemand schlagen sollte, Digga, werde ich durchdrehen. Die sollen mich hier alle in Ruhe lassen, ich schnall die sonst ab. So, macht jetzt keine Scheiße, wir warten jetzt noch auf Screws und der Typ macht da ein bisschen Yoga. Der M52. Hab ich eine Waffe aufgemacht. Apartment verlassen. Wie gesagt, in 6 Minuten 12. Und Gigant hat immer noch Waffen. GG, Digga. Hä? Okay, wo habe ich Waffen? Zeig jetzt, wo ich Waffen habe. Da vorne liegt sie. Ja. Wo? Wo? Hier. So. Wo? Zeig mir jetzt. Da. So. Jungs, wo soll ich hinkommen? Hier liegt eine Waffe. Okay, Leute, geht gleich los. Ich bin gehypt, wir werden Hunger Games, Timer ist drinne, 5 Minuten geht's los, 18.30 18.30 offizieller Start. Dreckig. Zieh an meinen Finger. Wer jetzt hier noch oben Faxen machen sollte und Leute killt oder schlägt oder so, muss 50 Euro extra in den Pott machen. Heute geht's wieder um 100 Euro, nicht dass wieder irgendwelche Leute sagen, ach, heute ging's ja um nichts. Heute geht's um extra Pott, ne? Extra Pott ja auch noch, von letztem Mal, ne? Boah, weil letztes Mal hab ich ja gewonnen! Du hast nicht gewonnen. Weiß ich nicht. Doch, hab ich gewonnen letztes Mal. Bist du dumm? Wo hast du letztes Mal gewonnen? Digga, das haben wir doch letztes Mal abgemacht, dass ich gewonnen hab. Ja, Brox und du haben gewonnen, aber keiner hat Gewinn bekommen. Ja, und ihr habt euch. Ja, und ihr habt das in euren Pott reingepackt. Sehe ich jetzt nicht so. Also, ich habe letzte Woche auf jeden Fall Schnatzke die 100 Euro überwiesen. Ja. Obwohl ich nicht mitgemacht habe wegen unserer Wette. Ja, und dann musst du quasi deine 100 Euro. Und weißt du, seine 100 Euro sind jetzt in einem Pott drinne. Und der Gewinner kriegt heute den Pott von letztem Mal. Also musst du dieses Mal 200 Euro überweisen. Ja. Ja. Weil die von 100 von letzter Woche noch. Ja. Gehen. Und weißt du, wenn du wieder verkackst, musst du auch 200 überweisen. Dann kannst du bald echt Peter Zwieger zu dir holen. Der hat schon mal eine Nummer, Junge. Der ruft schon immer an. Leute, ihr müsst ein bisschen mehr auf Weißstudios Videos klicken, sonst kann er hier bald nicht mehr mitmachen, Leute. Ich sag euch ehrlich, ne, der Junge tut mir so leid. Weil er ist halt auch endlos schlecht in GTA. So, kurz die Sachen hier ausstellen. Das ist doch schade, dass wir euch hier geschossen, Alter. So, Radar aus. Wie gesagt, wer jetzt noch schlägt, 50 Euro extra, ne? Okay, ich geh schon weg. Macht alle euren Radar aus jetzt, Leute. Wichtig. Genau. So. So, auf wann ist der Timer gestellt? Wann endet der Timer bei euch? In 4 Minuten 12 und dann fangen wir an. Also ich habe die Möglichkeit, hier den Timer komplett bei allen auszublenden und wieder einzublenden. Das heißt, ihr müsst nichts mehr aktualisieren. Ja, das ist schön. Geil, das ist bequem, oder? Hä, verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich muss wirklich sagen, Weißstudio hattet nicht drauf. Ich hab wirklich nichts bekommen hier. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Ja, ich würde machen, Verlierer muss Glatze schneiden, aber die anderen kacken sich doch ein mit ihren Locken. Ich wäre dabei, ich hab die Eier, wer ist noch dabei? Ich hab auch die Eier, ich hab auch die Eier! Einfach den Standardskill hat die Eier! Standardskill ist dabei! Standardskill ist dabei! Der Rest! Mann, ich wäre auch dabei, hätte ich schon eine Halbplatz. Schade, da hängt da, da! Da sind die Eier wieder nicht da! Hart geschossen, Digga. Ey, wer hat denn hier eine Waffe? Meine Freundin sagt zwar Blödsinn. Ach, die hört uns auch, oder was? Nee, aber ich hab's gerade gesagt. Das heißt, das machen, Babybrox. Das ist geil. Kuss geht raus, Mann, Bro. Ey, Leute, ich sag euch, ich brauch... stopp! Ja? Heute nochmal für alle, ne?
Man muss die Munitionslieferung anfordern, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und auf der Plattform. Auf der Plattform. Ja, genau. Und wenn man sie dann eingesammelt hat, hat man gewonnen. Ohne eine Minute warten. Auf der Plattform. Nur auf der Plattform oben. Ja. Oder alle sind tot wie in den letzten 10 Minuten. Aber warte mal ganz kurz. Noch eine Sache muss ich anmerken. Guru streamt ja nicht, ne? Ich mache eine Aufnahme, nee. Die könnt ihr euch vollständig gerne. Ah, ich lade die hoch. Nein, ganz kurz. Rush, Digga, danke. Ist auch nicht sehen, weil. Macht der doch nicht, Digga. Mach ich sowieso nicht. Das ist sowieso. Nee, der wird bestimmt nicht reingucken, oder? Digga, ich mach das echt nicht. Also ich muss sagen, da vertraue ich Skurus. Der hat zu viel. Vor allem, er hat eigentlich ja noch schwerer, weil er hat ja keinen Stream, Digga. Ja, ich wollte es nur kurz anmerken. Er hat ja keinen Chat, was irgendwie ihm sagen kann. Stimmt, ja. Okay, kann auch einer schnell die Regeln zusammenpacken und dann Abfahrt. Digga, bei mir steht aber noch zwei Minuten. Zwei Minuten geht's los, ja, nee, aber trotzdem. Mach mal kurz einmal Regeln. Wer soll die Regeln machen? Du machst okay, ich mach die ganz schnell. So, Leute, einmal kurz die Hunger Games Regeln, dass ihr Bescheid wisst, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also, wer durch einen NPC oder einen Spieler in den letzten 10 Minuten stirbt und ist ganz raus, ja? Also, vorher darf man sterben, dann darf man weiterspielen, aber selbst man ist selbst. Selbstmord auch, Digga. Ja, selbst alles, egal wie du stirbst, in den letzten 10 Minuten, wenn du dann stirbst, bist du raus und hast verloren. Ja. Wird man von einem gegnerischen Spieler NPC, die manchmal vor den Supermärkten stehen und schießen, Ladenbesitzer etc., vom Polizisten getötet oder durch einen Autounfall getötet, egal ob man Eigenverschulden hat oder nicht, muss man seine ganzen Waffen und das ganze Geld verschwinden lassen und bei Null anfangen. Ausnahme, also ist egal, Ausrüstung, wie man stirbt. Ja, genau. Ausrüstung und Schutzwesten sowie Items erklären, dürfen behalten werden. Ja? Was heißt Ausrüstung? Ja, Schutzweste. Ja. Das meinte ich damit. Ja, so. Ja. Wenn jemand absichtlich schummelt, muss derjenige 50 Euro an jeden betroffenen Spieler zahlen. Okay. Also, iCrimex, kannst du das schon mal anhören? Ja. Sagt der zu früh aussteigt und sagt, Bug, Digga. Helis, Cargobobs, Militärjets sind erlaubt, aber nicht die Waffen da drinnen. Das heißt, die Sniper und oder die Waffen vom Helikopter benutzen. Ja. Die Karte, also Escape-Taste zu nutzen, ist ebenfalls verboten. Standard-Skill. Unterstützung von NPC holen ist verboten, zum Beispiel Luftschlag. Das Einzige, was erlaubt ist, ist der Räuber. Man hat erst gewonnen, wenn sich beide sich die Personen auf dem Mount Schiller befinden und man nach der abgelaufenen Zeit auf der Plattform die Munitionslieferung angefordert hat und sobald man sie dann auf der Plattform eingesammelt hat, hat man gewonnen. Und ganz wichtig, man darf, Philipp, ich weiß nicht, ob du es vorhin mitbekommen hast, ich habe ja letztes Mal Chitons im Casino gelassen, habe mir die später ausgezahlt, das ist nicht erlaubt. Du darfst kein Geld. Ab sofort ist das auch verboten. Genau. Ah, ich fand das eigentlich, schön, das eigentlich gar keine schlechte Idee, Digga. Ich fand es auch cool, aber... Weil so ist das ein bisschen taktischer, ne? Ja, du konntest halt wie eine Art Bank war das ja, halt, ja. Aber wird verboten, ist nicht erlaubt. Ja, okay. Ich bin auch dafür, wer ist dafür, dass das verboten ist? Diskutieren. Ich bin dafür, dass es verboten ist, weil es ist nichts anderes wie eine normale Bank. Ja, okay. Nein, eigentlich. Genau. Der ist verboten. Okay. So, lässt ist erlaubt. Und kann man ja da irgendwie 50.000 sich sammeln. Ja, Jungs, der Kauter geht schon. Also ich beginne jetzt, Digga, sorry. Gratis Waffen im Ammunition sind Digga, verboten. Was ist das? Okay. Ich hab keinen Fallschirm. Tschüss. So, auf geht's. Ach, Kinders, Digga. Ey, direkt wieder die Schutzweste weg. Das fuckt mich am meisten ab, Alter. So, Leute, wir müssen direkt loslegen. Wir werden wieder die gleiche Taktik fahren, die wir die letzten Male gefahren haben, Leute. Oh, das ist schon der Erste, das ist der Erste. Oh, pass auf. Pass auf, was wir machen, Leute, pass auf. Ey, scheiß drauf, wir haben keine Zeit für die Kacke. Scheiß drauf. Ich hätte ihn jetzt gerne gekillt, aber bringt eh nichts, Leute. Scheiß einfach drauf. Oh, er hat direkt diesen BMW. Leute, wir müssen die schnellen Auto verkaufen, aber richtig schnell. Dass wir nachher noch einen Joker haben. Ich muss schnell irgendeinen Rotz-BMW suchen, der viel Kohle bringt. Ich glaube, der bringt gut Geld. Leute. Den schnell ins LS Customs. Und verkaufen. Komm, rein da. Rein in die Olga. Leute, guckt auf die Uhr 58. Merkt euch, wann wir das Auto verkaufen. Ja, der bringt viel, Leute. Der bringt echt gut Kohle. Ich hätte ihn jetzt überfahren können, aber hätte uns nichts gebracht, Leute. Das Einzige, was uns das gebracht hätte, wäre
Zeit kosten. Warte mal. Ist da gerade nicht einer reingefahren? Scheiße, ich muss die Karte verkaufen. Sonst hätte ich nämlich den Typen, hätte ich einfach überfahren. Da hätte er die Kohle weg. So, scheiß drauf. 8000, perfekt, Digga. Perfekt, definitiv perfekt. Komm, raus aus die Olga. So. Cheval außer Jackal. Obi Talegator. Okay, ich weiß ungefähr, welche Dings das sind. Ich weiß ungefähr, welche Autos das sind. So, haben wir dran, ne? Leute, wer ist im Casino? Ich brauche kurz Update. Casino-Update. Schnell. Wer ist im Casino? Schnell. Ich brauche Infos. Freunde, brauchen ein bisschen Support jetzt von euch. Wer ist im Casino? Oh, hier ist einer. Leute, da müssen wir weg. Nee, das ist doch mein Auto von vorhin. Ich dachte gerade, hier ist einer, aber hier ist ja keiner. Jackpot! Sturmschrotflinte reduziert. Das ist wichtig fürs Endgame. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt nicht interessant, aber Leute, eigentlich müsste mein Plan aufgehen. Waffenrabatt ist sehr, sehr wichtig. Jetzt wäre echt noch lecker, wenn wir schnell das Auto von Dings finden würden, von Michael. Und die Karre verkaufen. Und dann schnell bei Simeon Plus machen. Max Casino? Ist gerade jemand wirklich Casino? Real Talk. Okay, dann fahren wir jetzt zum Casino hin. Abfahrt, Leute. Karabiner wird wahrscheinlich auch. Ja, wir brauchen jetzt noch keine Waffen, Leute. Es ist so, wie wir ausgerüstet sind. Perfekt, glaubt mir. Perfekt. Besser kann es gerade nicht laufen. Wir haben alles sehr, sehr schnell absolviert. Warte mal, ist da einer vor uns? Ne, ich dachte gerade, schade. iCrimex ist im Casino. Okay, wir werden mal kurz noch beim LS Customs vorbeigucken. Das wäre Jackpot. Überleg mal, wir erwischen jemanden, der gerade ein Auto verkauft. Aber hier ist keiner. Gut. Rox hat gelbes Auto. Das ist Brox. Ja! Here we go, boys. Ah, ich muss weg, die Bullen. Die nerven gerade zu doll, Leute. Ja, ich weiß, er hat es noch nicht verkauft, Leute. Aber er hat mich gesehen gehabt. Das war das Problem. Er hat mich gesehen gehabt, weißt du? Ansonsten hätte ich ihn erst danach gekillt.
Aber gut, Leute. Gut, alles läuft wunderbar. Okay, Crymax ist wohl im Casino. Ist er? Nee, er ist nicht im Casino. Okay, zu viele Leute schreiben gerade, Max ist im Casino. Das wird wahrscheinlich von ihm ein Prank oder so sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, scheiß drauf. Max will dich im Casino abfangen. Ja gut, kann er ja machen. Wir sind ja eh nicht im Casino. Ich suche gerade das richtige Auto, was wir brauchen. Deswegen scheiß einfach mal drauf. Ja, ich mach den Chat an. Leute, ich brauche ein bisschen Übersicht. Sorry an die Leute, die kein Mitglied haben. Schreibt mir mal so ein bisschen rein, was gerade deren Pläne sind, Leute. Das würde mich mal interessieren, was deren Pläne gerade sind. Ja, wir gehen jetzt noch nicht zum Casino. Wir gehen noch nicht zum Weißstudio, fährt immer noch da rum. Ja, okay, lass ihn da rumfahren. Ich überleg gerade nur. Rush, danke, Buddy, für die 10 Euro. Heute Win auf Mossy Meyer Style, kannst du laut sagen. Ich hoffe es wirklich. Ich habe einen guten Plan. Leute, ich wollte es hier wirklich an die Mitglieder wirklich nur serious aussagen, wenn wir das Ding hier heute gewinnen sollen. Wenn das heute ein Sieger-Livestream werden soll, brauche ich da ein bisschen sehr, sehr guten Support von euch. Also. Okay, also iCrymax ist im Casino und will am Rad drehen. Soll er machen. Er dreht ja eh schon so am Rad. Dann soll er da zusätzlich auch noch am Rad drehen. Ich überlege gerade nur. Brox ist. Was macht denn Brox beim Gefängnis, Leute? Holt er sich da eine Karabiner? Ist Brox wirklich serious beim Gefängnis? Was macht der da? Ich suche gerade dieses Drecksauto von. Simeon. Ich denke, iCrymax ist schon die ganze Zeit Casino, schreibt ihr rein. Ist das nicht der hier? Ich glaube, das ist der, den wir... Nee, schade. Das ist er. Was ist er? Nein, das ist er nicht! Hä? Oh, ich dachte, das wäre der. Lol. Ist Grüße, will Simeon Auto verkaufen? Das Ding ist, ich weiß einfach nicht, wie die Autos heute aussehen, ne? Die wir klauen sollen. Das ist eigentlich gerade so ein bisschen mein Hauptproblem, das ich habe. Grüße, will Simeon Auto verkaufen? Kann er machen. Ich weiß nicht, wie diese Autos aussehen. Ist das der heute? Nee, das ist der niemals. Der ist zu fett, die Karre. Brox ist in der Nähe, ja. Weißstudio hat den lila BMW. Ja, dann machen wir mal kurz einen Abstecher beim... Dingsbums. Ist gerade jemand im Casino? Ist gerade jemand im Casino? Warte mal kurz. Digga, wo ist denn die Karre von Simeon? Ey, was ist denn das heute, Leute? Was ist denn das heute? Ach,
Schade, dass die Mitglieder heute auch so am Trollen sind, ey. Schade Marmelade, Leute. Das hätte ich ja nicht von euch gedacht. XD-Gamer. Wo ist denn der Serber eigentlich hin? Von Serben habe ich immer Trust wichtige Aussagen bekommen, richtige Aussagen auch bekommen. Wo ist der Serbe hin? Ah, ich dachte, das wäre ein Auto für Simeon. Aber ist er leider nicht. Nein! Der hat Karabiner, Leute. Der hat Karabiner, das ist das Problem. Ja, ja, wir können da nichts machen, Leute. Davor ist Gigant mit dem Karabiner. Was sollen wir da machen? Unbelievable, da können wir nichts machen. Leute, ja, ja, das Problem ist, Karabiner ist deutlich stärker als die Uzi. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, das macht gar keinen Sinn, da jetzt reinzugehen. Ja, ja, weg da, weg da. Leute, wir wollen auf Safe spielen, wir wollen auch gewinnen. Warum sollen wir jetzt da auf Rambo reingehen? Macht gar keinen Sinn. Gigan wird wahrscheinlich heute das Casino abcampen. Hat er sich wahrscheinlich so als Mission vorgenommen oder so. Digga, was kommen denn hier die Cops hin? So, jetzt haben wir auch noch eine Schrotflinte. Alter, Leute, wir sind... Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind gleich ziemlich gut ausgerüstet mit Waffen. Wenn wir jetzt natürlich die Cops loswerden, wenn das der Jackpot. Mach doch keine Scheiße hier. Ey, Stunny Boy. Na, jetzt natürlich 3 Sterne. Die müssen wir loswerden schnell. Okay, kurz Concentration. 3 Sterne loswerden. Dann haben wir schon richtig viele Waffen sogar. Und ein Polizeiauto. Das ist immer gut, weil es extrem schnell ist. Max hat Simeons Auto. Ist, Leute, ist immer noch jemand vor dem Casino? Schreibt es da bitte rein. Ist noch jemand vor dem Casino? Digga, auf dieser Piste hier zu fahren, Alter, das ist Horror. Rox hat Auto verkauft für 17.000, ja, okay. Dann hat er ein getuntes Auto gefunden, aber er hat sehr, sehr lange für das Auto gesucht. Verstehst du, was ich meine? Wenn Rox jetzt stirbt, dann sind auf einmal die 17.000 weg. Aber bei mir ist es so, Leute, ich kann ganz zum Ende, falls mich noch jemand killen sollte, kann ich immer noch ein Auto verkaufen und hat dementsprechend... Leute. Hey, it's...
ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo, ich bin hier nur Besucher. Ey, ich bin ein Kollege von euch. Lol, einfach so die Cops weggegangen. GG. Was ein Glück, Alter. Was ein Glück. Okay, Brox hat anscheinend die Sturmschrotflinte. Was eine sehr, sehr gute Wahl ist. Freunde, ist gerade jemand beim Casino zufällig? Kann man das jemand kurz reinschreiben? Niemand beim Casino? Okay, danke schön. Niemand vor dem Casino. Wenn wir jetzt nämlich das kurz erledigen. Weil Brox wird wahrscheinlich auch gleich ins Casino reingehen. Niemand vor dem Casino, okay. Ja, ja, spammt das bitte nicht rein, hallo. Nicht spammen, bitte. Und rein. Ach, Leute, das ist immer good feeling. Good feeling, wenn man im Casino drin ist. Weißstudio Atelier, ja, juckt doch nicht. Oh mein Gott, Leute, ey, wenn wir das Auto heute gewinnen sollten, wenn wir das Auto gewinnen sollten, dreh ich durch. Leute, das wäre Jackpot. Das wäre wirklich Jackpot. Oh, das würde schmecken. Eintauschen schnell. Zack, 1000 Dollar. Lecker, schön. Haben wir 3000 auf der Tasche schon. 3000, 4000. 50.000, komm, 50.000. 50.000, Leute. 50.000. 50.000. 50.000. Komm. Gib's mir. Bitte oder Chips? Ja! Mann! Wem interessiert das? Okay, ja, Brox ist vorm Casino. Okay, Brox und Gigant vorm Casino. Sehr gut, wir bleiben jetzt erstmal im Casino drinnen, Leute, weil ich jetzt erstmal was gucken muss. Ich muss jetzt einmal zwei Sachen gucken. Und zwar... Wartet mal. Sollen die ruhig campen, Leute? Sollen die ruhig campen? Juckt nicht. Okay, danke für die Info, Leute. Weil, guck mal, das Ding ist, Leute, ich werde jetzt nicht rausgehen. Wisst ihr warum? Weil jetzt werden alle schreiben, Brox ist vor dem Casino. Und ich bin im Casino und jetzt werden da alle Leute hinfahren. Verstehst du, was ich meine? Also, Leute, ganz entspannt. Ich mach's mir ein bisschen gemütlich. Ich guck mir jetzt erstmal an, welche Autos wir suchen müssen. Nämlich, wir brauchen den Chevrolet. Lol, das ist die Karre, aber die wird nicht viel bringen, Alter. Die wird nicht viel bringen, deswegen... Warte mal. Ocelot. Ich glaube, das Auto bringt auch nicht so viel. Brox jagt Gigant. Wirklich jetzt? Okay, Get on my 5 cm ist vertrauenswürdig. Ist das wirklich so? Okay, Luft rein. Ja, das war mir klar gewesen, Leute. Das war... Deswegen, man muss taktisch spielen. Man muss abwarten. Nicht einfach immer überall rein. Das bringt nichts. Nein, nein, ich glaube schon, dass jemand vor dem Casino war. Brox jagt Gigant. Ja, ja, die werden sich jetzt da kurz ein bisschen dingsen, Bruder. Ein bisschen belabern. Acrimax fährt zum Haufen. Oh, Max verkauft Auto. Oh, Brox hat Skurrus erledigt. Oh mein Gott.
Okay, Max verkauft Auto. Okay, Max beim Hafen. Dann werden wir mal gucken, was unten beim Hafen los ist, oder? Oh, auf dich wurde ein Kopfgeld. In Höhe von 5000. Das ist ja nicht so nett. Also mich ärgert es auch wirklich gerade, dass wir so... Oh! Gigant hat Skurus gerade noch ausgeschaltet. Skurus ist halt ziemlich am Kassieren. Skurus ist halt richtig am Kassieren. Ich suche nebenbei noch das Auto, was wir abgeben müssen. Ja, wer weiß, was Weißstudio wieder macht. Irgendwo in der Wüste. Weißstudio macht da bestimmt irgendwie da in der Wüste alleine Party. Scheiße. Gerade nicht aufgepasst. Max ist beim Hafen, ja, ich war hin. Ach, Leute, ich muss mich mehr auf. Ich darf nicht so viel Chat gucken. Wo ist der Hafen? Wo ist der Hafen? Wo ist der Hafen, Leute? Wo Hafen? Hier ist doch gar keiner, Leute. Leute, hier ist doch niemand. Hier ist doch niemand. Ja, er ist weg. Die Info, Leute, kam ja mal wieder sehr, sehr früh von euch. Dankeschön. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall zusehen, dass wir hier noch ein bisschen Geld verdienen, weil... wir hatten mal Casino, hatten wir mal wieder kein Glück gehabt, was sehr schade ist. Ja, Casino, muss ich auch sagen, ist wirklich teilweise echt sehr entscheidend. Aber gut, keine Panik, auf der Titanic. Wir probieren ein bisschen weiter Kohle zu machen. Ach lol, das war M52 bestimmt. So, Leute, wir müssen uns jetzt unbedingt das Auto für Weißstudio mit Heli über mir. Ja, soll er doch. Kann er doch machen. Stört mich nicht. Das Ding, meine Taktik geht nicht ganz auf, Leute. Meine Taktik geht gerade nicht ganz auf. Das ist gerade so ein bisschen mein größeres Problem. Roxville Hafen kann er fahren. Da wird nur keiner mehr sein. Ich suche gerade diese Dreckskarre, Alter, die wir verkaufen müssen. Nee. Ich glaube, wir müssen in eine andere Gegend reinfahren. Hier wird er nicht sein. Ja, ich habe eine Taktik, aber wir brauchen noch ein bisschen, einen Tick mehr Geld. Das ist das Ding halt. Ist das nicht der hier, Digga? Das ist doch der. Eigentlich oder nicht? Nee, hatte ich doch schon mal, oder? Eigentlich ist doch der das. Nee, das ist der. Och, Kinders, Alter. Diese Simeon-Fahrzeuge heute, die kenne ich halt null. Das ist einfach das Problem. Brox ist in so einem Parkhaus. Also nicht das vom Casino so anders. Okay, gut. Was macht er denn in einem Parkhaus?
Okay, sehr gut, Rush, Digga. Danke für die 10er noch bei dir. Von dir. Was ist denn dieses Müllauto? Ich werde die Karre nicht finden, Alter. Ich werde heute für Simeon kein Auto finden. Das wird wahrscheinlich mein größtes Problem sein. Oh, Max ist gerade aus dem Spiel rausgeflogen. Ich werde ihn mal gleich nochmal neu einladen. Noch 30 Minuten, ja. Ich weiß, wir müssen uns beeilen. Ich weiß. Aber ich finde die Karre halt einfach nicht. Das ist das Problem. Ist das nicht der hier? Nee, ne? Nee, das ist die Corvette. Rox geht zum Golfplatz. Das ist er. Ja. Aber der wird nicht viel bringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eigentlich eine Schrottkarre. Ja, scheiß drauf. Ach, das ist hier eine Garage. Ich dachte gerade, LS Customs, ist ja gar nicht. Ja, wie teuer ist, wie viel bringt dieses Auto, was wir hier haben? Das wird nicht viel bringen, ne? Das wird nur ein paar 3000 bringen oder was? 4000? Ja, scheiß drauf. Ich sag mal so, besser als nichts, ne? Sollen nur die Cops mal abhängen, das Auto umlackieren. Ja, Weißspiel will sich wahrscheinlich den Karabiner holen. Aber kann er ja machen. Wie gesagt, ich habe heute eine andere Taktik. Wer hat am meisten Geld gewonnen heute? Wahrscheinlich Max, oder? Mit den 20.000 aus dem Casino. Wie viel haben die anderen gewonnen? Gab es irgendwie einen Big Win oder so? Einen Big Pot, der da rausgeholt worden ist? Rox ist in der Nähe von mir, wo ist der denn? 3500 bringt der, okay, ja. Besser als nix, sag ich mal so. Okay, warte mal kurz, bis die Cops weg sind. Nur Max, okay. Nur Max, dann haben alle gleiche Voraussetzungen. Dann müsste also theoretisch Max einmal gekillt werden. Und wenn wäre hier alles schon wieder offen. Ist gerade irgendjemand auf der Jagd nach mir, Leute? Du bist gerade am Rocks vorbeigefahren. Eigentlich sieht die Karre gar nicht so schlecht aus. Dafür, dass es ein Hybridauto ist. Aber Sound ist halt geil, dieser Stromsound von GTA, ne? Leute, ist irgend... Max ist rausgeflogen. Ja, warte, ich lade ihn ein. Ich habe ihn eingeladen.
Ich hab ihn eingeladen. Alles gut, Leute. Also gerade Get on my 5 cm. Ihr müsst mir mal kurz ein Update geben, wo sich gerade die Leute so befinden. Kann ich zum Mount Chiliad jetzt schon fahren oder nicht? Ihr müsst mir ja kurz Update geben, wo die Leute sich rumtreiben. Ja, ich hab ihn doch gerade eingeladen. Er ist beigetreten, er ist wieder drinne. Also von daher. Alles hat wieder seine Richtigkeit. Okay, also keiner ist auf der Jagd nach mir. Ja, ich habe heute echt wenig Mitglieder vorgelesen, tut mir auch leid, aber wir sind hier heute im Winner-Stream, Leute. Wir sind hier heute im Sieger-Livestream. Da ist halt ein bisschen leider weniger Zeit für Mitglieder vorlesen drinne. Aber dafür gibt es hier einen Sieger-Livestream. Und ich denke mal, das ist eigentlich wichtiger. Nichts geht über Sieger-Livestream. Was weißt du, der fliegt Richtung Berg? Real Talk? Leute? Der fliegt jetzt schon Richtung Berg? Lol. Okay, easy. Das Ding ist halt, ich glaube, Weißstudio will meine Taktik machen. Max hat Angst und ist nur außerhalb. Sehr gut. Das schmeckt natürlich am besten. Wenn er Angst hat. Komm. Komm, mach hinne. Was ist jetzt hier? Ich dachte schon Bug, Digga. 5. Oh mein Gott. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist... definitiv nicht schlecht. 6000. Nein, ist Weißstudio auf dem Dach vom Mount Chiliad. Der kleine Pisser, Digga. Der kleine Pisser macht meine Taktik. Ich glaube, ich dreh durch, Alter. Sag mir nicht wirklich, Leute, dass er auf dem Dach ist. Alter, der ist so schmutzig, der Typ. Er ist Real Talk so schmutzig. Er macht meine Taktik, Leute. Boah, Digga, er ist so eklig, der Typ. Ich hab einen Fehler gemacht. Aber ist egal. Ist nicht schlimm. Digga, was ist denn mit ihm jetzt los? Warum dreht er so ab? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was ist das für die Musik jetzt? Ey, gib mir nicht mit der Mucke auf den Sack. Tony Prince again. Ich muss hier erstmal weg kurz. Ey Leute, sagt mir jetzt wirklich nicht, dass Weißstudio meine Taktik macht. Dann drehe ich hier durch. Das ist ja so ehrenlos. Leute, das ist immer so. Ich habe eine Taktik, Digga. Nächstes Mal kopieren wieder alle. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die kopieren. Einfach nur Schmutz, Digga.
Einfach nur Schmutz. Ja, okay, dann werden wir doch wahrscheinlich noch eine andere Taktik machen. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich doch noch eine andere Taktik machen. Schnell, schnelleres Auto. Tschüss, Digga, wer hat auf mich geschossen, Alter? Ich glaube, das war der NPC gewesen, ne? Er ist halt real auf dem Dach, Alter. Er ist Schmutz, Digga, wirklich. So habe ich das letzte Mal auch gemacht, Leute. So habe ich das letzte Mal auch gemacht. Digga, er ist so eklig, Alter. Er ist so eklig, wirklich. Die Frage ist, welche Waffen hat Weißstudio, Leute? Welche Waffen hat er? Ja, das ist halt ekelhaft von Weißstudio. Nein! Welche Waffen hat Weißstudio, Leute? Kurz mal Info. Kurze Info, welche Waffen Weißstudio hat. Das Ding, Leute, ich überlege gerade. Ich überlege gerade ehrlich. Wir werden es wahrscheinlich so machen müssen. Wir werden es wahrscheinlich so machen müssen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich. Er hat nur Karabiner. Er hat nur einen Karabiner und campt sich da direkt hin. Ja, er weiß natürlich, dass das Baba Positioning ist. Er weiß, dass das Baba Positioning ist. Aber das finde ich, sage ich euch ganz ehrlich, man merkt es wieder, wie ehrenlos das ist. Man merkt es wirklich, wie ehrenlos. Wer hat letztes Mal auf dem Berg gehockt, auf dem Dach? Ich war es gewesen. Und heute, bam, direkt Weißstudio, macht genau die gleiche Aktion. Was soll denn das? Was soll denn das? Also das finde ich... Aber ja, ihr braucht Leute, ihr braucht deswegen Weißstudio nicht beleidigen oder so. Aber ich find's trotzdem eklig, sag ich ehrlich. Ich find's nicht lecker. Schade. Schade, Marmelade, wirklich. Ja, was willst du machen? Ja, ich überlege, ob ich mir auch einen Heli hole. Ich hätte mal den Controller anschließen müssen, aber scheiß drauf. Ich glaube, ich werde auch Heli. Nee, werde ich nicht. Nee. Ich muss noch was überlegen. Nein, ey Leute, geht da nicht hin und beleidigen. Also beleidigen ist echt uncool. Das ist wirklich, Leute, wenn ihr beleidigt, ist das echt Minus, Digga. Das ist... Und die Leute, die rübergehen, beleidigen, werde ich hier auch bannen aus dem Chat. Scheiß-Studio wird im Chat gemobbt. Es ist nicht lustig, Leute. Macht euch nicht lustig über ihn. Aber damit muss man rechnen, Weißstudio, du Idiot. Und er ist ein bisschen sauer. Er ist im Heli weggeflogen. Laber nicht. Was ist denn das für einer? Warum ist er weggeflogen? Ist er wirklich weggeflogen? Ehre, Digga. Okay, dann ist er einfach nur dumm, Digga. Also, Real Talk. Warum fliegt der da mit Heli weg? Hä? Ich würde ganz einfach an der Position campen, Alter. Ich würde drauf scheißen, was die Leute schreiben. Weil am Ende, Leute, kommt es nur auf den Sieg drauf an. Da fliegt der jetzt doch nicht wirklich mit Heli weg, oder? Das ist doch nicht sein Ernst. Er ist wirklich weggefahren. Ja, moin. Ja, dann... Guck mal, da ist er, da fliegt er rum. Er fliegt wirklich mit Heli rum. Ey, Leute, er ist lost. Ich sag ganz ehrlich, würden Leute bei mir reinkommen
und beleidigen, dass ich da auf dem Dach stehen würde. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde aus Absicht weiterhin auf dem Dach stehen. So ein Ding ist das. Das geht hier um den Sieg. Verstehst du, was ich meine? Das geht hier um den Win. Um nichts anderes. So, Leute, wir müssen gleich das Auto verkaufen. Wann habe ich das Auto verkauft? Um 57, ne? Ich muss die Karre gleich noch loswerden. Und dann Abfahrt. Leute, heute wird es hier um um Dings gehen. Ich denke mal, heute wird keiner Munitionslieferungen anfordern, sondern heute wird es hier wirklich um Kills gehen. Und da müssen wir natürlich gucken. Es kämpfen beide mit Heli auf Dach. Okay. Ja, das Ding, Leute. Ich muss mir noch eine Karabiner holen. Ich muss mir noch wirklich eine Karabiner holen. Ansonsten ist... Wir hatten leider kein Glück im Casino. Ihr seht, Leute, wir haben gute Waffen, aber ich brauche noch eine Karabiner. Ansonsten haben wir keine Chance, leider. Ich weiß, das ist doof, aber wir müssen die Karre nochmal verkaufen. Um 57.30 habe ich das verkauft. Okay. 57.30, alle 45 Minuten kann man ein Auto verkaufen. Alle 45 Minuten. Also müsste quasi jetzt gleich die Zeit anbrechen, wo wir die Schimmelkiste auch loswerden. Max ist auch schon auf dem Mount Chiliad. Okay. Okay, Brox ist noch in der Stadt. Ich denke mal, Brox will sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Aber das ist das Ding, Leute. Ich weiß nicht. Ihr merkt, Leute, ich sage euch ehrlich, jede Runde Hunger Games, wie waren das gewesen? Die eine Runde Hunger Games, da haben die doch auch alles von mir nachgemacht. Gefühlt jede Runde Hunger Games machen die irgendwas von mir nach. Naja, was soll's. Faker halt, alles Faker. Kann man nichts machen. Ich müsste theoretisch bei 11 Minuten 50 so ungefähr verkaufen können. Guck mal, da ist ein Helikopter. Das wird wahrscheinlich ein Spieler sein. Ich hab schon mal eine Idee, Leute. Längster Wheelie. Ja, ich fahre leicht zum Mount Chiliad. Ich muss aber erst das Auto loswerden. Ich hoffe, es wird nicht zu knapp mit der Zeit. Aber wir brauchen den Karabiner heute. Ich habe das im Feeling. Wir brauchen wirklich den Karabiner. Das ist das Problem. Ich dürfte mit Heli, ja. Ich könnte auch mit Heli rauffliegen. Vielleicht fliegen wir mit Heli rauf. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe immer noch keinen Controller hier angeschlossen. Wo ist Brox, Leute? Kurz mal Update. Wo ist Brox? Ich glaube, bei 12 Minuten oder so können wir es verkaufen. Oh, über mir Helikopter. Über mir ist ein Helikopter, Leute. Nein, ich weiß nicht. Wo ist der Helikopter hin? Ich sehe ihn halt nicht. Er ist direkt über mir. Wer ist denn über mir? Max wahrscheinlich, ne? Wo ist der denn, Digga? Seh nicht. Yeah, hunting summer bed, texting with the beer, roses in my wallet and I'm
my bed. Sexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Fronting with the cash, it's getting moody. Ah, alles gut, Leute. Gar kein Stress, gar kein Stress, gar kein Stress. Er wird sich eh nicht trauen, gegen uns zu duellieren. Scheiße, was ist das? What miracle did you want me to perform? Digga, was ist das? Digga, was ist das, Leute, hä? What can the best mechanic in LS do for you? Hä? Magic touch? Was ist das? Wo ist der Helikopter? Was ist das Licht? Was ist das? Das blendet zu doll. Wo ist der? What's wrong with her now? Digga, es ist verbuggt! Es ist verbuggt, Real Talk. Es ist verbuggt, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Warum ist das so? Ja, es ist verbuggt, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Es ist verbuggt, Digga. Real Talk. Ja, scheiß drauf. Ja, ich muss mal ein Schild, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist verbuggt, Digga. Eigentlich hätte ich Auto verkaufen können schon längst. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Das ist das Problem. Wir schaffen es nicht mehr. Okay, Räuber ist auf dem Weg zu mir, soll er kommen. Oh, wir könnten uns noch das Geld für den... Oh, warte mal, warte mal. Wir könnten auf Risiko machen. Warte. Ich will was probieren.
Nein, nein, ich hol mir Helikopter, Leute. Was? Was? Hä? Bye. Reicht das? Das war's ja mal komplett, Digga. Das war's komplett, Leute. Das war's komplett. Das war's komplett, Real Talk. Das war's komplett. Das war's wirklich komplett, Digga. Aber egal. Ja, ja, Räuber, Räuber, ich weiß Bescheid, Leute. Der Räuber, der ist wohl ein bisschen zu spät gekommen. Wer schießt denn auf mich, Digga? Hä? Wer hat denn auf mich geschossen? Tschüss. Ja, von der Zeit her ist alles cool, Leute. Von der Zeit definitiv alles cool. Gar keine Panik auf der Titanic. Ja, mit Heli schaffe ich es. Mit Heli schaffe ich es definitiv. Aber mich ärgert das ein bisschen mit den Waffen. Das macht mich gerade echt ein bisschen... Ja, gut, wir haben, man muss auch sagen, wir haben noch ganz relativ gut... Was ist das windig hier oben, Digga? Wer ist Brox schon oben, Leute? Ist Brox oben? Wo ist Brox? Digga, dass das Laufen Nacht ist, wenn wir hier oben kämpfen, geht mir auf den Sack. Einer ist auf dem Dach oben. Der Hund! Digga, wie lange liegt man da am Boden, Alter?
Wie? 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 Also entweder war es ein Bug gewesen. Ich glaube, weil, Digga, hä? Hä? Ja. Ich glaube, es war ein Bug, Digga. Retalk jetzt. Ich glaube, es war wieder dieser Lag-Bug. Nein, ich glaube... Digga, ich glaube, Leute, wisst ihr noch letztes Mal, wo ich auf einer Stelle gestanden habe? Und ich glaube, das war diesmal wieder so gewesen. Wirklich jetzt. Warte mal, ich muss euch kurz einen anderen Browser, Digga. Alter, ey. Es war ein Bug, Digga. Ja, ich sag, also das geht, also Leute, ich habe schon viel miterlebt, aber das ist ja lächerlich. Also das ist ja wirklich lächerlich. So. Da sehe ich Skurus. Da ist Skurus, Leute, da sehe ich ihn. Ja? Okay, da bin ich noch zurückgerannt, weil ich dachte, okay, lieber auf safe. Lass warten, bis er kommt. Hier. Ich check noch, ob ich Panzerung alles habe. Alles drum und dran. Nein, ich sag ehrlich jetzt. Also, ich guck mir das jetzt. Da schießt mich Weißstudio von da oben ab. Okay, das ist in Ordnung. Das juckt nicht. Das ist Weißstudio von da oben. Alles easy. Und dann sehe ich Skurus, Leute. Ich sehe Skurus, dass er links ist. Dass die links schießen. So, da sehe ich ihn. Hier sehe ich ihn. Hier sehe ich ihn. Ich wusste ja, dass er kommt. Er wusste auch, ich komme. Leute, ich hatte volle Panzerung. Volle Panzerung. Alles drum und dran. Was ist das? Was ist das? Hä? Ja, ist halt auch so eine Sache, weil er nicht gestreamt hat. Das ist richtig, ja. Wer hat gewonnen? Nein, er hat nicht die Ehre genommen, Digga. Ich verstehe nicht, wie er mich gekillt hat und was für eine Waffe. Wollt ihr denn rüberklettern? Yo. Dann kann ich klettern, Digga. Wer hat gewonnen? Philipp, hast du meinen One-Shot gesehen gegen dich? Was war denn das für eine Waffe, Digga? Bruder, hier, diese, Digga, die man von den Kopf hat, hier diese Karabiner. Digga, ich habe den übelsten One-Click meines Lebens gegeben. Also bei Philipp reicht halt eine Kugel. Digga, ich sag euch, Digga, das war wirklich, ich konnte auch nichts machen. Also Real Talk, bei mir hast du noch nicht mal geschossen. Wirklich? Und ich habe auch mich bewegt, ja, also ich habe nicht auf einer Stelle gestanden. Ja, ich schwöre es dir, das war zu krass, dieser Shot. Zu krass. Ja, es war einfach lucky, denke ich mal, weil du da irgendwie, du hast dich ja gerollt, Digga, und ich weiß gar nicht, dass, ja. Du bist mir in den Schuss reingelaufen, aber wie, das... Hey, Chris, das Digga, du hast bei mir, wie, hast du bei dir schon Dauerfeuer gemacht? Nein, ich hab nicht geschossen. Ich hab diese Rolle gemacht, ja, kurz Sturm gewartet, Sturm, du hast okay. bewegt und hast ich glaube, ich hab dann geschossen. Mit Sturm? Ja, okay, ich muss das mal in der Aufnahme gucken, ja. Aber du hast bei mir richtig auch, geleckt ja. vorhin, weil... Dingsbums, ich hab das vorhin schon gesehen, hast du richtig geleckt bei mir. Du hast mir auch geleckt, Philipp, du hast mir auch geleckt. Ja, okay, dann warst du einfach weg. Wieder broke. Digga, ja, Max, war halt. Ich mit dem Heli absensen, Alter, das war so knapp. Wer hat jetzt gewonnen, weißt du dir da was? Nein, ich hab gewonnen, ja. Ich war das, ich wollte nicht mit dem Heli. Hab ich dich mit dem Heli was geholt? Du auch? Max auch, Digga. Echt? Ja, dann war das vielleicht ja. doch Max, also ich hab's Hä? Versucht. Hä? Gar nicht, ich bin mal so, ja, aber weißt du, jetzt mal donaten? Ja, auf jeden Fall, da hat er jetzt auch mal gewonnen. GG, weißt du dir. Also Retalk GG. Hätte ich Leute. Da kannst du
der beste Spieler der Welt sein? Ehrlich jetzt, da kannst du der beste Spieler der Welt sein. Bruder, ja, Skrulls hat Aufnahme gemacht. Aber ihr habt es gesehen, Leute. Wenn ich so einen One-Shot kriege, sorry. Was willst du da machen? Real Talk jetzt, da kannst du nichts machen. Kannst nichts machen, Digga. Da kannst du wirklich der beste Pro-Gamer aller Zeiten sein. Bringt nichts. Aber GG, Leute, Weißstudio hat es auch verdient. So, Leute, Weißstudio habe ich jetzt auch 100 Euro donated. Gucken wir mal kurz rein. Er hat es verdient, Leute, er hat es verdient. Schade. Wir können ja mal nächste Woche anstatt Hunger Games Pummelparty zocken, würde ich auch feiern. Hier, Leute. Einmal meine 100 Euro. Ich hatte keine Sniper. Ja, vor allem, man hat zweimal ein Attentat auf mich am Heli gemacht. Was hat er denn da an? Denkt er, er ist jetzt bei FBI oder was? Und Sturmschriftflinte gehabt, das war's. Alter, wo hast du den jetzt? Ah, da, okay. Hier, Leute, seht ihr die 100 Euro. Ja. Wollen wir nächste Woche Pummelparty mal spielen anstatt Hunger Games? Wir können beides zocken, Digga, aber ich bin auf jeden Fall für Hunger Games auf jeden Fall eigentlich dabei. Hunger Games gerne und Pummelparty können wir ja so danach zum Ausklingen. Ich würde sagen, wir können auch einfach beides um Geld machen. Da haben wir ein bisschen Spaß. Alter, war das aber. Stimmt, ja, hast recht, können wir auch machen. Wie ihr wollt, ich will das nicht entscheiden, Digga. Ihr sollt das entscheiden, mir ist das egal. Ich bin auch dabei, ich bin dabei. Ich hab die ganze Zeit gedacht, er umläuft mich, ey. Also nächste Woche zusätzlich Party. Also Brox, du bist dabei, weißt du, du bist auch dabei. Ja. Also ich würde anstatt GTA allgemein Pummelparty mal zocken. Also ich könnte auch jetzt noch Pummelparty zocken, eine Runde, wenn ihr wollt. So, ich hab leider keine Zeit mehr, also ich muss gleich los. Aber nächste Woche bin ich auf jeden Fall safe dabei und danach halt auch. So. Weißt du mal einen Tipp? Du kannst bei TP-Stream übrigens auch einstellen, dass man mit anderen Bezahlungsmethoden bezahlen kann, außer nur mit PayPal, ne? Du hast es bei dir aktuell nur auf PayPal eingestellt. Ja, Leute, ihr habt gehört, die Jungs müssen jetzt los irgendwie und Max ist auch schon los irgendwie. Wo ist der Max eigentlich? Oh, ich weiß nicht. Der wird wahrscheinlich. Wie? Der hat sich gedrückt vor der Donation, wa? Digga, so, also Max. Der muss Leute, Max ist einfach ehrenlos, Digga. Er haut einfach Real Talk ab. Er haut ist er wirklich gegangen? Er ist gegangen. Er hat nicht mal donated. Ich Leute, was das? Donaten. Also das hier, ist Schmutz. Obros klatscht. 100 Euro auf dem Tisch. Ja. Oh mein Gott, Digga. Brox, Alter, ich hab echt Para gehabt, dass du mich umläufst. Ich hab Para gehabt, dass du mich umläufst, Alter. Ach, schade, Leute. Bunker-Battle, ja, Leute, die sind jetzt alle off, die gehen jetzt alle off. Ja, machen wir auch keinen Skin-Contest mehr. Nächste Woche auf jeden Fall Pummelparty dann oder was? Ja, danach Pummelparty, mich gern dabei auf jeden Fall. Ja, okay, sehr gut. Ja, Leute, machen wir nächste Woche Pummelparty. Schade. Also ich sag mal ganz ehrlich, Leute, ich verliere gerne oder ich verliere auch ab und zu. Aber das war einfach ein ehrenloser Loot, so weißt du. Oh, ich hab keinen Bock heute auf Slizzer, Bruder. Sonst hätte ich noch eine Runde Slizzer gezockt, aber ich hab echt keinen Bock drauf. Schade. Schade zu der Marmelade, Digga. Ja, was willst du machen, Leute? Nee, ich geh jetzt auch off, Leute. Ich will jetzt für morgen noch ein Video machen. Ein Fortnite-Video. Deswegen, Leute, nimmst du mir nicht übel. Wir gehen jetzt offline. Nächste Woche aber dafür ein bisschen länger machen wir mit Pummelparty. Marco, Digga, danke schön für 2 Euro. Okay, eine Runde Slizzer IO, Digga. Alter, ihr Nervensägen, Alter. Ihr seid so eine Nervensägen. Ihr seid richtig eklig, Digga. Da will ich vernünftig sein, so wie ich will, Digga. Will ich Dings machen? Will ich ein Video für morgen aufnehmen? Nein. Die zwingen mich, Slizzer IO zu zocken, Digga. Mann, warte, ich muss die Scheiße wieder zumachen. Was das? Exit. Stani. Ey! Was ist das jetzt? Scheiß drauf. Ach, Kinders, Digga. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich wirklich fertig.
Drew the lot like I'm heading up for the pictures now. How many people could do it the way I did it now? I really mean it, I feel like the only one around. Whoa, while I'm at it, I ain't kidding, I won't have it. Try and wait for me to slip, I ain't no Bambi. Okay, den Idioten holen wir uns, den Idioten holen wir uns. Es leckt ein bisschen heute, ne? Oh God, don't be stressing with the magic. Warum leckt das heute so? All them bunnies, they be helping me imagine. How I tell him that the man has got the backlash written on me. Card dropping on a glass bowl. I've been balling. Slacked, Leute. Warum leckt's? Get the backlash written on me. Cold running from the popo and it's on me. Don't know which way we're going now. I don't wanna know it. Might as well be going down. Es leckt, Digga. Ey, was ist denn das heute? Warte mal kurz. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, ich dreh durch, Digga. So, Leute. Komm. Abfahrt, Digga. Abfahrt, komm. One round. Run round. Platz 1. Ich spüre es, Leute. Platz 1. Okay, wir gehen mal in die Mitte. Was will der Pisser da von mir? So, ich brauche mir erstmal ein bisschen Sprit. Erstmal ein bisschen Benzin einsammeln. Oh! Standardskill ist einfach back, Digga. Standardskill ist einfach back, Digga. Er war nie weg gewesen. Oh! Er wollte mich! Der Dicke wollte mich, Leute! Ey! Alter, ich war nie weg gewesen. Ich war nie weg gewesen. Nee. Das ist einfach mein Game, Digga. Was ist das für ein Start, bitte? Sag's mir. Oh, der ist fett, der ist. Oh, da hast du Angst, wa? Roter Baron, Digga. Der kleine 31er. Was willst du, Duell oder was? Willst du Duell? Komm, komm noch. Du Idiot, Digga. Ja, verpiss dich. Nicht mit mir, Kollege Schnürschuh. Er war nie weg. Slizzer King, so ein Ding ist das. Scheiß auf Fortnite, Slizzer YouTuber. Der Wurm ist lang. Und das schmeckt mir. Leute, komm, Top 10 ist doch drinne. Offstream ziemlich heimlich geübt, man kennt's doch. Ah, guck mal, der hat Schiss. Herbert hat Schiss, der weiß direkt, was abgeht hier, wenn ich um die Ecke komme. Oga, Digga, Oga. Eine Runde, Digga, wenn ihr mich füttert. Eine Runde noch, wenn ihr mich füttert, Digga. Kommt mal mich füttern, Leute. Auf Ehre. Ist das der Pisser gewesen da? Nee. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB, who we running with? Hey, fahr doch in mich rein! 2, 2, 3, 3, I'm a
Digga, das war meiner gewesen. Ich komme auch mit der Maus nicht klar. Ich bin ein bisschen lost heute wieder. Okay, Bruder, mach's nochmal. Alles klar, Digga, alles klar, Alter. Verarscht mich nicht. PC ist eigentlich immer geil zum Zocken. Marco, kann ich empfehlen. Kommt halt drauf an. Ey, was ist denn jetzt los? Digga, letzte Runde. Danke Philipp Ziss nochmal für die Nation Big City. Danke auch nochmal für die 11 Euro, Digga. Jetzt lag's wieder. Ich hol mir jetzt hier so einen dicken, Digga, ist mir egal. Oha! Alter, wenn der. Ey, nein! Nein! Ich wollte mich drehen! Letzte Runde, Digga. Ich hab gesagt, nur eine Runde. Ey, das war so fett Fleisch da gewesen. Oh, ich glaube, hier platzt gleich einer. Hier platzt gleich einer. Hier wird gleich einer platzen. Leute, wir müssen nur abwarten. Wir müssen nur abwarten. Wir müssen wie so ein Adler über unsere Beute kreisen. Ja, ja, ja. Digga, was will der Idiot da von mir? Wie so ein Adler. Danke, Digga. Danke, danke, danke. Dankeschön. Ach, Digga, nee. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Heute ist nicht mein Tag. Ich kann nicht spielen. Ich raste sonst aus. Eine Runde, letzte Runde jetzt wirklich, Digga. Ich habe keinen Bock mehr danach. Heute ist nicht mein Tag. Ich dachte, ich bin heute wieder gut drauf hier in Slizzer, aber... Nee. Last Round ohne Musik. Ich muss mich konzentrieren. Zockst du nur auf Xbox und hast du keinen PC? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Haushalt ohne PC, Alter. Das ist ja Horror. Wie kann man keinen PC zu Hause haben? So. Ich muss mir jetzt hier zu den Dicken gehen. Den Schweizer hier. Oh. Nee, 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 Schluss. Schluss, Leute. Nix für heute. Kinders. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön, noch einen schönen Sonntag. Leute, war ein lustiger Stream gewesen. Nächste Woche Pummelparty und Hunger Games. Freue ich mich schon drauf. Und Freunde, bis morgen zu einem erneuten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschö mit Doppel. Ö, Leute, gute Nacht. Und Marco, hol dir einen PC und dann kannst du mich füttern bei Slizzer.io.